Hallo, herzlich willkommen beim Peira e.V. zu unserer 21. Matinee. Die 21. Matinee steht unter dem Vorzeichen, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen, sozusagen ausgehend von einer Bestandsanalyse. Wie sehen wir im Moment die Gegenwart und wie sollte aus dieser Gegenwart heraus die Zukunft gestaltet werden? Wenn man sich damit auseinandersetzen will, muss man, da wir es auf die Piratenpartei sehr stark heute zuschneiden, natürlich sich mit denen unterhalten in der Piratenpartei, die zu Recht als Vordenker gezeichnet werden können. Das sind in diesem Falle Joachim Paul und Martin Haase. Die haben etwas Gemeinsames. Sie sind 2009 in die Piratenpartei eingetreten, zu einem Alter, wo man sich im Allgemeinen nicht unbedingt für einen Parteieintritt entscheidet. Joachim Paul war vorher in keiner anderen Partei, Martin Haase ebenfalls nicht. Und insofern ist das schon mal ein besonderes Merkmal, dass offenbar der Gründungsgedanke der Piratenpartei Menschen angezogen hat, die sich sonst sozusagen der politischen Arbeit, was das Praktische betrifft, verweigert haben, sich nicht angezogen fühlten. Und ich denke, allein das macht es schon mal wertvoll. Wenn man sich die Lebensläufe dieser beiden Personen ansieht, dann habe ich mich gefragt, warum hat mein Tag eigentlich nur 24 Stunden? Bei diesen beiden Herren habe ich den Eindruck, es sind mindestens 72 Stunden, die sie zur Verfügung haben, weil sie so vielfältig unterwegs sind. In der Weise, dass sie eben nicht nur sich der politischen Arbeit gestellt haben, sondern darüber hinaus auch vielfältigst publizieren über diverse Fragestellungen, natürlich sehr stark auch zugeschnitten auf das Thema, was macht das Internet aus uns? Martin Haase, hier für die Öffentlichkeit da draußen, ist Romanist und Sprachwissenschaftler, hat seit 2002 eine Professur zu diesem Fachgebiet in Bamberg. Joachim Paul hat promoviert, er ist Biophysiker und hat sich ebenfalls publizistisch mit den Fragen der Informationsgesellschaft beschäftigt. Und ich kann hier jetzt nur empfehlen, denen, die heute hier sind, wie den anderen, sich doch mal anzusehen, was man alles so tun kann, wenn man ernsthaft Politik betreiben will. Wie gesagt, wir wollen heute über Zukunft reden. Von meiner Seite eine kleine, kurze Einstimmung auf die Ist-Lage, die möglicherweise von allen geteilt wird. Ich greife ruhig mal Steinmeiers Wort auf, als er irgendwann in der Mittephase der Syrien-Situation sagte, die Welt ist aus den Fugen geraten. Das ist nicht weniger geworden, das ist mehr der Fall. Man kann es, denke ich, durchaus zurückführen darauf, dass der Kapitalismus diese Welt, in der wir leben, prägt. Er hat keine moralischen Wertvorstellungen, sondern ihm geht es um Gewinn. Und wenn man den Gewinn steigern möchte, dann entstehen natürlich Dinge wie Eroberungskriege, Raubbau an der Natur, Raubbau am Menschen. Der Mensch bleibt zurück. Man versucht das irgendwie abzufedern durch eine geschickte neoliberale Politik. Aber wir wissen, der Zustand ist katastrophal. Wir haben es beim letzten Mal ja auch ausführlich erörtert. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer und damit sinkt das Vertrauen in diejenigen, die eigentlich den Auftrag haben und ihn sich in gewisser Weise auch genommen haben, etwas für die Menschen zu tun, für den Erhalt der Menschenwürde,
Sie schaffen es nicht mehr, sie sind nicht mehr Herr des Handelns, sie sind ausgeliefert anderen Kräften. Und insofern denke ich, ist es jetzt späteste Zeit, gemeinsam über Zukunft nachzudenken, um sie auch gestalten zu können, um Angebote zu machen. Ich weiß, die beiden können uns auch natürlich einen ganzen Tag unterhalten. Deshalb gibt es für beide die schwierige Aufgabe, sich zu bescheiden und ihre Aussagen dann doch auch so zu machen, dass das, was sie für besonders wichtig halten, in den Vordergrund zu rücken und manche Ableitung dann heute hier an der Stelle nicht zu machen, die durchaus notwendig wäre, möglicherweise, um bestimmte Dinge zu verstehen. Ich hoffe, dass beide so fair zu mir sind, dass ich hier nicht als Zensor auftreten muss. Das wäre mir sehr unangenehm, weil ich weiß, dass beide natürlich sehr viel zu sagen haben, auch aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema schauen. Und insofern bitte ich darum, sozusagen, dass beide ja auch dann denjenigen, die heute sich selber zu Wort melden wollen, entweder durch ein Statement oder eine Nachfrage, noch Zeit dafür haben, hier in Interaktion zu treten. Letzter Satz. Unser Gespräch resultiert auch ein wenig aus der Initiative von Joachim Paul, zu sagen, die Piraten brauchen neben dem Grundsatzprogramm auch noch eine andere Form der Beschreibung ihrer Position, also ein Manifest. Lange Zeit war das so eine Grundidee, er hat sich aber weiterentwickelt und hat gesagt, wir lösen das durchaus auch von der engen Sicht auf die Piraten und sagen, wir brauchen ab jetzt ein netzpolitisches Manifest. Und darüber wird er Ausführungen machen und Maher wird aus seiner Sicht eben auf die Themen der Informationsgesellschaft, auf die Dinge, die nicht erledigt sind, ebenfalls Stellung nehmen. Joachim. Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ich euren Erwartungen hier was Interessantes zu bieten auch entsprechen kann. Vielleicht verliere ich, bevor ich zu drei Hauptpunkten komme, mal ein paar Sätze über meine Motivation, das überhaupt zu tun. Ich war bis zum August des vergangenen Jahres Fraktionsvorsitzender in Nordrhein-Westfalen für die Piratenfraktion im dortigen Landtag. Und es gibt im WDR so ein schönes Format, das nennt sich 1:1, wo sich 25 Minuten lang ein Journalist mit einem Politiker unterhält. Und ich hatte zweimal den Herrn Jürgen Zurheide als Gesprächspartner, der mich dann eigentlich auch auf gewisse Dinge festgenagelt hat. Wir haben verschiedene Parteipositionen und Anträge, die wir im Landtag gemacht haben, durchdiskutiert. Und dann kam er so auf die Idee, ja, ihr seid ja eigentlich eine Mixtur. Ihr seid hier ein bisschen grün, da seid ihr liberal, dort seid ihr wertkonservativ. Und an einer anderen Stelle vielleicht sogar sozial oder sozialliberal, wie auch immer. Ihr seid also quasi ein Mischmasch aus Dingen, die es schon gibt. Warum braucht es euch überhaupt? Wenn man sich aber anguckt, was die Piraten so machen und dann guckt, wie die verschiedenen Anträge, die ja für sich erstmal einzelne Dokumente sind, zusammenpassen, wie da auch Politik teilweise aus dem Kopf und teilweise aus dem Bauch heraus gemacht wird, dann ergibt sich schon ein ganz anderes Gefühl. Und Frank Schirmacher hat mal vor einiger Zeit gesagt, er sieht in den Piraten sowas wie den Aufstand der technischen Intelligenz. Und ich habe mich dann daraufhin mal versucht hinzusetzen und einen Text zusammenzuschrauben, der nochmal als Unterlage dienen kann für Politik, für Netzpolitik in der Zukunft. Ich habe mich auch darüber geärgert, dass die Engführung von Netzpolitik immer nur den Breitbandausbau meint, Digitalisierung der Bildung in den Schulen und auf der anderen Seite den Datenschutz. Stichwort Kontra-Vorratsdatenspeicherung und die anderen Sachen. Das wäre also jetzt die Engführung. Und habe versucht, den Begriff Netzpolitik kontextuell weiterzufassen. Und zusammen mit dem Aufstand der technischen Intelligenz habe ich dann mal so geguckt und gedacht, schau dich mal um zum Thema Informationszeitalter. Alle reden von Informations- und Wissensgesellschaft und Industriegesellschaft und davor gab es noch eine Agrargesellschaft und davor gab es eine Gesellschaft von umherziehenden Nomaden. Was eigentlich diese Übergänge in der Geschichte zu bedeuten haben. Und in dem Zusammenhang fällt auf, dass es im auslaufenden 20. Jahrhundert ein paar Denker gegeben hat, die ich auch gleich namentlich nennen werde, die Dinge geschrieben haben, die heute zum Teil eingetroffen sind. Und wenn man sich anguckt, wie sie methodisch vorgegangen sind, ist das für mich ein Anhaltspunkt zu sagen, wenn das
wenn das belegt ist, was die vor 10, 20 Jahren, 30 Jahren geschrieben haben, wenn das heute eintritt, dann müssen diese Methoden vielleicht auch funktionieren, um noch weiter in die Zukunft zu denken. Der älteste von denen ist Daniel Bell, ein amerikanischer Soziologe, der sich mit Kapitalismuskritik auseinandergesetzt hat, der sich an Marx abgearbeitet hat, der auch Widersprüche in den politischen Positionen der Linken nochmal rausgeschält hat. Und das Werk von ihm nennt sich die nachindustrielle Gesellschaft. Und er hat also dort auch Dinge vorausgesagt, wie das Datennetz, wie die Datennutzung, die nachher dann tatsächlich eingetreten sind. Der zweite ist jemand, den man guten Gewissens als Utopisten bezeichnen kann, weil er tatsächlich versucht hat, eine Utopie zu entwickeln. Das ist der Medienphilosoph Wilhelm Flusser. Und der dritte, auf den bin ich vor kurzem erst gestoßen, ist der spanische Soziologe Manuel Castells, der 1998 ein dreibändiges Werk herausgegeben hat mit dem Titel Das Informationszeitalter. Und wenn man dort das Vorwort liest, nur das Vorwort, dann fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Er hat im Prinzip jetzt nicht namentlich, aber den Syrien-Konflikt, den IS, Al-Qaida, die Terroranschläge, das sinkende Vertrauen in Nationalstaaten, die den politischen Ruck nach rechts auf eine Art und Weise vorhergesagt, die wirklich verblüffend ist. Und ich habe dann von Castells Analyse ausgehend versucht, so ein Manifest aufzubauen. Vielleicht noch ein Satz zum Gedanken Manifest. Historisch gesehen ist so ein Manifest immer eine Insel, so ein Monolith. Und ich habe dieses Prinzip, was man vom kommunistischen Manifest erkennt oder vom Cyborg-Manifest von Donna Haraway oder von dieser Unabhängigkeitserklärung des Internet von John Perry Barlow, bin ich abgewichen von diesem Konzept und habe gesagt, wenn ein neuer Kontext sich mit Zukunft beschäftigt, dann muss er quasi per Hypertext, per Hyperlink, per Quellenangaben, per Weiterverweisen in das Textgewebe unserer Zeit eingebunden sein. Ein Manifest kann nicht einfach so wie ein solitärer Block da vor sich hinstehen, sondern er muss im Prinzip auch anknüpfen an die Dinge, die schon existieren oder von denen erwartet wird, dass sie kommen. Darauf hinaus habe ich erstmal versucht, den Begriff Informationsgesellschaft zu definieren. Ich möchte das hier eben mal zum Besten geben, das sind vier kurze Punkte. Erstens, in der Informationsgesellschaft wird immer mehr Gewicht auf das Erzeugen und Bearbeiten von reinen Informationen gelegt und immer weniger Gewicht auf das Erzeugen informierter Gegenstände. Der Terminus informierte Gegenstände stammt direkt von Wilhelm Flusser. Zweitens, die Informationsgesellschaft ist eine telematische Gesellschaft. Die Teilhabenden, wir Menschen, sind nun entbunden von unserer biologisch bedingten optischen und akustischen Kommunikationsreichweite und können durch das weltumspannende Internet unabhängig von räumlicher Distanz zueinander wahlweise zeitsynchron oder zeitversetzt über digitale Codes, Texte, Audio, Bilder, Filme, Algorithmen miteinander kommunizieren. Drittens, in der Informationsgesellschaft sind die Menschen nicht nur miteinander über technische Medien, sondern auch mit technischen Artefakten verbunden, die als Prothesen im Sinne einer Erweiterung des physischen Körpers verstanden werden können. Nehmt als Beispiel die Pulsuhr, die eine zusätzliche Rückkopplungsschleife einzieht, des Trainierenden, der natürlich ein Gefühl für seinen Herzschlag hat, aber er kann ihn jetzt auch technisch noch kontrollieren und sein Verhalten danach ausrichten. Ist also das Einziehen einer weiteren externen Rückkopplungsschleife und von daher ist die Pulsuhr natürlich eine Prothese, genauso wie das Handy eine Kommunikationsprothese ist. Dadurch ergibt sich eine geweitete Sphäre für das Selbst. Unsere Präsenz in der Welt hat neue zusätzliche Dimensionen gewonnen. Vierter Punkt. In der Informationsgesellschaft wird die industrielle Produktion, die Produktion materieller Gegenstände, zunehmend durch cyberphysische Systeme unterstützt, die mittels digitaler Dateninfrastrukturen über das Internet Informationen austauschen. Die Informatisierung der industriellen Fertigungstechnik mittels Maschine-Maschine-Kommunikation wirkt auch über klassische Unternehmens- und Organisationsgrenzen hinweg und weicht diese auf. Die Informatisierung der industriellen Fertigung projiziert die Errungenschaften und Methoden der objektorientierten Programmierung in die Produktion nunmehr auch materieller Gegenstände und Apparate. So viel dazu. Dann stellt sich natürlich für jemand, der politisch unterwegs ist, gleich die Frage, wir haben auf der einen Seite das Selbst, das sich erweitert, wer hat die Kontrolle über das Selbst, wer hat möglicherweise Zugriff auf die von einer Pulsuhr produzierten Daten und wer kontrolliert die Prozesskette, die jetzt von einem Rohstofflieferanten bis hin zum Supermarkt über mehrere Unternehmensgrenzen hinweg geht, ist nicht derjenige, der die Software für diese Prozesskette hat, derjenige, der tatsächlich die Fäden in der Hand hält und die anderen hängen alle an seinem Gängelband. Der US-amerikanische Wirtschaftshistoriker Philip Mirofsky spricht in dem Zusammenhang auch von Facebook als der
neoliberalen Produktionsmaschine, die die Menschen, die in diesem System arbeiten und leben, immer wieder dazu anhält, sich neu zu erfinden. Also eigentlich ist Facebook eine Verletzung der Identität, weil man den Menschen einen Rahmen vorgibt. Die machen das aber freiwillig, die Leute. Ne? Wo ist die Hoheit über die Rahmung der Art und Weise, wie ich mich im Netz selber präsentiere, wie ich kommuniziere? Und in dem Zusammenhang, ich komme zum ersten meiner drei Thesen. Und da sehe ich die Piraten wirklich ganz vorn. Ich sehe bei anderen Parteien eher so ein Gefühl, ist der Ton noch da? Ja, ein Gefühl, ein unterschwelliges auch des Unbehagens, des Technikskeptizismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite des yeah, Start-up, wir können weitermachen mit Wachstum. Das ist die neue Wirtschaftsform. Und zwar denken die Piraten Politik von der Technik aus. Und es ist vernünftig, das zu tun. Wenn man nämlich die drei eingangs genannten Herren nochmal unter die Lupe nimmt, dann machen sie alle dasselbe. Sie denken immer von der Technologie aus. Weil eine technologische Neuerung politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen Veränderungen immer vorläuft. Das ist der Beleg aus unserer Geschichte. Wir hatten gestern Abend noch darüber diskutiert. Ein Beispiel zum Beispiel ist der Buchdruck. Die Herrschenden haben damals die Gutenberg-Erfindung als Utopie für sich gesehen, um die Macht des Kaisers und des Papstes in Rom weiter zementieren zu können, indem man jetzt über die Schrift den Leuten die Bibel quasi auch nochmal in die Hand gibt, dass sie zu Hause nochmal repetieren können, was in der Kirche erzählt wird. Der historische Effekt war ein völlig anderer. Die Leute sind nicht mehr in die Kirche gegangen, weil die konnten die Bibel ja zu Hause lesen. Und das Resultat hatten wir 100 Jahre später, die Reformation, das langsame Aufkommen von Nationalstaaten, das Zergliedern und Zersiedeln, auf der positiven Seite die Entwicklung von eher normierten Hochsprachen, da kannst du sicher eine Menge zu erzählen, das sind alles Resultate der Drucktechnik. Für die Herrschenden hat sich die Utopie in eine Dystopie gewandelt. Und wir hatten jetzt, als das Internet aufkam, die Utopie, wir machen jetzt die Demokratie der vielen, das ist toll, alle können mit allen kommunizieren, jeder kann sich jetzt äußern, jeder wird gehört und wir stellen fest, durch Zentralisierungsmaßnahmen des alten Industrieregimes sind ja Großunternehmen sind ja Strukturen, die wir kennen aus der Industrie. Ein Stahlwerk muss halt groß sein, sonst funktioniert es nicht oder ein Stromkraftwerk oder was auch immer, dass dort Strukturen geschaffen werden, die quasi jetzt das Netz, das nicht die technologische Zentralisierung vorgibt. Da gibt's mit dem Netz ist beides realisierbar, sowohl zentralisierte als auch diversifizierte, dezentrale Systeme. Das mit Peer-to-Peer-Verbindungen wissen wir auch aus sozialen Netzwerken wie Diaspora und anderen, dass es anders geht, als über riesige Server von Facebook zu arbeiten. Dass eben die Denke des Industrieregimes bei denen, die die Macht haben, und das sind jetzt mal nicht die Politiker, sondern das sind die, die das Kapital haben, das sieht man jetzt auch wieder sehr schön, die sitzen nämlich mit am Tisch, wenn das Freihandelsabkommen mit Amerika ausgehandelt wird. Und ich frage mich auch, warum nicht ein Aufschrei durch die Bundesrepublik gegangen ist, wenn man sich anguckt, wie Abgeordnete, die Einsicht in die Dokumente haben wollen, behandelt werden, mit einer Wache vor der Tür. Gewählte Volksvertreter werden kontrolliert beim Lesen dieser Verträge. Man merkt, wie stark diese zentralisierte Macht und diese Zusammenballung weltweit des Kapitals, wie die dazu geführt haben, dass wir im Internet haben wir ein Oligopol, ich sage nur Amazon, Facebook, Microsoft, Apple und Google, Reihenfolge beliebig, das sind so die fünf Großen, zu denen es noch jede Menge Satelliten gibt, die natürlich ein ganz bestimmtes Interesse verfolgen. Und in dem Zusammenhang ist die Frage, was ist unser Interesse? Und wenn wir unser Interesse rauskriegen wollen, müssen wir zunächst von der Technologie ausdenken, bevor es in die Politik kommt. Das bringt uns dann speziell von den linken Bewegungen den Vorwurf ein, wir seien postpolitisch. Aber der Vorwurf kommt von Leuten, die ihr Politikverständnis im Industrieregime, in der Industriegesellschaft entwickelt haben. Und wir sind quasi auf der Suche nach einem neuen Politikverständnis, was mehr mit dem Informationsregime und den kommenden neuen Technologien zu tun hat. Von daher würde ich diesen Vorwurf, die Piraten seien postpolitisch, eher umwandeln in wir sind präpolitisch. Wir stehen für die Politik von morgen und wir haben angefangen, von der Technik aus zu denken. Das ist zunächst mal völlig schlüssig. Denn da die Technologie immer zuerst da war, im einen Fall der Buchdruck, bei den Webern in England, bei der Industrialisierung waren es auch die Webstühle, die von stellenweise analphabetischen Handwerkern, hat Ulrike Herrmann erzählt, entwickelt worden sind, dass quasi in dieses neue Regime der Technik reingestolpert wurde, ohne dass darüber reflektiert wurde, wohin. Und was wir gerade zu erleben drohen, ist das unreflektierte Ende des Industriezeitalters.
Wir hatten ein unreflektiertes Ende des Agrarzeitalters. Das ist in England losgegangen und hat dann die westliche Welt quasi industrialisiert. Der Kommunismus, Sozialismus, Marxismus hat die östliche Welt industrialisiert. Marx saß immer in London im Café und wartete darauf, dass die Revolution im industrialisierten England stattfand. Interessanterweise hat sie aber in Agrargesellschaften stattgefunden und doch dafür erstmal gesorgt, dass industrialisiert wurde. Und nachher hatte man dasselbe Niveau. Das wäre also meine These. Eins, von der Politik ausdenken, von der Technologie ausdenken, als um einen Reflexionsmoment zu bekommen, um über Zukunft, auch politische Zukunft und die Konsequenzen dieser Technologie nachdenken zu können. Und vielleicht auch Technologie zu entwerfen mit der Absicht, bestimmte Dinge zu tun, anstatt einfach nur hineinzustolpern. Die zweite These wäre... Darf ich ganz kurz Frage stellen, welche Antwort hast du darauf, dass das, was du erzählt hast, klingt ja sehr, sehr schlüssig. Und die Piraten haben immer für sich behauptet, sie verstehen von dieser neuen Gesellschaft mehr als die anderen. Sie haben es aber offenbar nicht transportieren können. Oder? Täusche ich mich? Ja, also die Analyse, warum die Piraten jetzt da sind, wo sie sind, ist wesentlich komplexer. Die hat auch, glaube ich, damit zu tun, dass Piraten ein erfrischendes Moment waren, bei dem sie Journalisten bedient haben, denen die althergebrachte Politik schlicht zu langweilig war. Deswegen hat man die Piraten hochgejazzt. Die Piraten haben alles oder sehr viel öffentlich gemacht, sich gestritten. Das möchte ich eigentlich nicht analysieren. Auf der anderen Seite muss ich dir auch widersprechen. Wir sind wirksam, denn ich entdecke in den Anträgen der anderen Fraktionen im Landtag von NRW Bruchstücke dessen, was wir Piraten mal eingebracht haben. Die Freifunkinitiative beispielsweise, die jetzt eine staatliche Unterstützung in NRW erfährt, war unsere Idee. Jetzt verkauft die SPD die natürlich als ihre Idee oder Rot-Grün machen das. Es gab Vorstöße zum Thema. Überhaupt die Tatsache, dass Hannelore Kraft im Januar des vergangenen Jahres eine digitale Agenda, eine Regierungserklärung zur Digitalisierung von Nordrhein-Westfalen gemacht hat, die unglaublich ja eigentlich neoliberal war, die eigentlich nur die neuen Elemente der Technologie verknüpft hat mit den Strukturen der Güter- und Kapitalverteilung, wie wir sie aus der Industriegesellschaft kennen. Von daher nach meiner Auffassung nicht zukunftsfähig, denn mittlerweile reden ja sogar Leute von der Telekom irgendwie davon, dass wir die Sozialsysteme nicht mehr nur aus dem Faktor menschliche Arbeitskraft finanzieren können, sondern dass wir vielleicht dazu übergehen müssen, so ein bedingungsloses Grundeinkommen, Vulgo, Schräger, Maschinensteuer, was auch immer einführen müssen, da die Produktivität so weit gestiegen ist, dass immer mehr Güter mit immer weniger menschlicher Arbeitskraft produziert werden. Da die Leute aber über den Einsatz ihrer Arbeitskraft ihren Lohn erfahren, sinkt natürlich die Kaufkraft in der Bevölkerung, wenn immer weniger Menschen vernünftig Geld verdienen. Und auf der anderen Seite die Sozialsysteme, also das sogenannte soziale Netz, was jemand, der in Not gerät, auffangen soll, die sind ja völlig marode und durch die Austeritätspolitik in Deutschland nicht so sehr, aber in Südeuropa sehr stark zurückgefahren. Wenn ich jetzt digitale Technik zusammen mit Neoliberalismus denke, gibt das eine ganz gefährliche Gemengelage. Dann habe ich nämlich tatsächlich die zentralisierten Systeme, dann habe ich Anträge, wie sie jetzt auch von der Oppositionsfraktion der CDU gekommen sind, Smart Factory Softwares in die Berufskollegs reinzubringen, wo Berufskollegs Lehrer mir sagen, hört mal her Leute, das machen wir schon seit Jahren und zwar mit Fischertechnik. Wenn wir jetzt ein bestimmtes Softwareprodukt zum Unterrichten benutzen und nicht mehr auf der Ebene drüber die Funktionsweise dieser Technik machen, dann kann man ja Tabellenkalkulation gleich umbenennen in Excel. Dann gibt es ja nichts anderes. Dann hat es tatsächlich mit einem Produkt einer Firma etwas zu tun. Produktabhängiger Unterricht, um den funktionalen Mitarbeiter zu erzeugen. Ich springe jetzt ein bisschen. Darf sagen, okay, du hast dich verweigert, darüber lange zu reden, weshalb es mit den Piraten so ist. Ist auch richtig, wollen wir heute jetzt auch Stelle vertiefen? Das wäre immer wieder diese Selbstventilation. Ja, die Piraten denken von der Technologieseite her und versuchen daraus die entsprechenden politischen Folgen abzuleiten. Die zweite These hat indirekt damit zu tun. Wir können nicht mehr wie früher politische Mehrheiten organisieren. Wir müssen andere Wege finden, um politische Mehrheiten zu organisieren. Ich will mal ein ideologisches Beispiel bringen. In der linken Szene, in der nicht dogmatischen linken Szene, Slavoj Žižek, der slowenische Philosoph, ist ein Beispiel, oder die Belgierin Chantal Mouffe, wird von einer Reaktivierung des Begriffs Klassenkampf gesprochen. Dann macht die Linke aber einen Riesenfehler.
wenn sie die bürgerliche Gesellschaft als in Klassen unterteilt denkt. Wir haben heute bei den Mitmenschen nicht mehr die Situation, dass man sich zu einer bestimmten Klasse zugehörig fühlt. Den klassischen Arbeiter gibt es nicht mehr. Und Menschen, also dieser Individualisierungstrend in der Gesellschaft, der im Prinzip von den Neoliberalen unterstützt wird. Individuelle Freiheit ist ja das große Moment. Und die Linken haben den großen Fehler gemacht, kann man auch mal sagen. Das sagt sogar Varoufakis, dass sie seit den 150 Jahren des Bestehens linker Bewegungen auf die Prinzipien Gleichheit und Gerechtigkeit gesetzt haben und den Begriff der individuellen Freiheit kampflos den Liberalen überlassen haben. Dabei, wenn man in Marx in die deutsche Ideologie guckt, ist das bei Marx ein ganz zentraler Begriff der individuellen Freiheit. Und ich darf nicht die Klasse über das Individuum, ich muss, wenn ich schon in Klassen einteile, die Klasse neben das Individuum stellen. Es gibt heute also viele zersiedelte Gruppen und Grüppchen, Echo-Chambers und Filterblasen im Internet entsprechen dem in der Gesellschaft, wo es sehr schwer ist, die miteinander zu verbinden und zu politischen Mehrheiten zu kommen. Ich bin da der Ansicht, man muss mal beim Neoliberalismus abgucken, was ihn so erfolgreich macht. Ich meine jetzt nicht die Strategie der, Lüge ist übertrieben, aber der Begriffsklitterung, indem ich jetzt sage, wir sind für den freien Markt, das stimmt ja gar nicht. Der Neoliberalismus ist nicht für den freien Markt. Er scheut den freien Markt wie der Teufel das Weihwasser. Er lässt den freien Markt bei Handwerkern, Friseuren und Bäckern zu, im Bereich der kleinen Handwerker. Der Markt, der Automarkt ist aufgeteilt. Das hat auch vorher mal gesagt, 20. Und da geht es nicht mehr darum, da gibt es Markteintrittsbarrieren. Ein neues Autounternehmen hätte null Chance. Die Unternehmen gibt es seit 100 Jahren im Prinzip en bloc. Und es geht nur noch darum, wer übrig bleibt. Das heißt, alles strebt, dass immer um Wettbewerb geht. Und Wettbewerb heißt ja, einer ist Erster und ein anderer muss Zweiter sein. Das ist ja schon so extrem im Internetbereich, dass die Investoren ihre Kohle aus Twitter abziehen, weil Twitter letztes Jahr weniger Gewinn abgeworfen hat als Facebook. Man setzt immer nur auf den Sieger. Und wenn man nur auf den Sieger setzt, gibt es ganz zwangsläufig auch Verlierer. Und dann haben wir diese Spaltung. Auf der anderen Seite gibt es aber das Versprechen, schaffe, lerne, leiste was, dann hast du, kannst du, bist du was, kenne ich noch von meiner Oma, das hat die immer gesagt. Du selbst kannst mit deiner eigenen Leistung zu Wohlstand und gutem Einkommen kommen. Das ist eine ganz große Lüge, das geht gar nicht. Wenn man sich eine normale Lebensgeschichte einer deutschen Mittelstandsfamilie anguckt, dann werden im Alter für die Altenpflege die erworbenen Immobilien und Güter allmählich wieder aufgezehrt. Ja? Also für die ist das so eine Kurve. Man hat in der Mitte des Lebens mal ein bisschen Vermögen gehabt, und da man dann für die eigene Altersvorsorge, für die Gesundheitsversorgung aufkommen muss, geht es wieder runter. Also und der wesentliche Punkt vielleicht ist auch, woran ich glaube, dass man tatsächlich ansetzen muss, wenn man politische Mehrheiten schaffen will. Der Kapitalismus fordert jetzt noch mehr durch diese cyberphysischen Systeme, durch Industrie 4.0, ist uns nur in Deutschland ein Schlagwort, durch diese Internet of Things Sachen, fordert Menschen, die arbeiten, die sich einer technoökonomischen Ordnung unterwerfen. Effizienz, Effektivität, Verlässlichkeit, das sind alles die entscheidenden Dinge. Das sieht man, wenn an den Hochschulen immer mehr Studiengänge durchgeschult werden und quasi der Spielraum für Innovation, für Neues immer weiter zurückgedrängt wird. Im Übrigen unser Schulsystem, das alte dreigliedrige Schulsystem, ist ein direktes Produkt der Bedürfnisse der Industriegesellschaft. Es gab Hauptschulen, um die Leute auszubilden, die die Maschinen bedienen. Es gibt Realschulen, um die Leute auszubilden, die die Maschinen reparieren. Und es gibt Gymnasien, um die Leute auszubilden, die die Maschinen konstruieren. Das ist das Schulsystem der Industriegesellschaft. Auch da gibt es bei den Piraten Konzepte, die vielleicht noch gar nicht so an dieses Ding angeschlossen sind, wie diese dynamische, flexible Schulaufbahn, haben wir das ja genannt, ne? die eigentlich voll in ein Konzept passen, was eher der Informationsgesellschaft angepasst ist. Also das Versprechen des aktuell existierenden weltweiten Systems ist, du kannst zu Vermögen kommen, wenn du fleißig bist, und du musst funktionieren. Du sollst, die Anforderung, du sollst funktionieren. Auf der anderen Seite befürwortet oder fördert die kapitalistische Kultur durch die Werbung, durch andere Dinge, aber auch maximalen Selbstgenuss und Selbstverwirklichung. Und man sieht sehr schnell, das ist der kulturelle Widerspruch innerhalb des neoliberal-kapitalistischen Systems, der so nicht weitergehen kann. Und wenn man den Neoliberalismus stellt
und immer wieder auf diese Widersprüche aufmerksam macht und dazu das Internet benutzt, dann müsste es mit dem Deubel zugehen, um nicht zumindest eine politische Mehrheit zu organisieren, die eine Bewegung, wer auch immer, mir wären natürlich die Piraten am liebsten, in die Parlamente spült, um dort nicht nur über die Dinge zu theoretisieren, wie wir das hier machen, sondern tatsächlich, wie der Oliver Bayer in Nordrhein-Westfalen, neue Mobilitätskonzepte entwickelt, die in Ausschüssen mit Sachverständigen diskutiert, also quasi Konzepte und Ideen, die nie ein fertiger monolithischer Block sind. Wir haben keine Theorie und keine Ideologie in dem Sinne wie der Marxismus. Die hat der Neoliberalismus übrigens auch nicht. Das hat ihn so erfolgreich gemacht. Den Marxismus kannst du immer angreifen. Der kommt wie ein schöner schwarzer Block, so ein Würfel, und er hat Seiten, die ihn angreifbar die ihn angreifbar machen und kritikfähig, auch im positiven Sinn kritikfähig. Ich will das ja gar nicht alles wegwerfen, was es da gegeben hat. Also nicht, dass ich meine, dass man dagegen argumentiert. Aber der Neoliberalismus hat, was die Unterwanderstiefel angeht, den Sozialismus, den Kommunismus weit übertroffen. Und da ist eben die Frage, wie kriegt man es hin, um dieses System zu ändern, zu transformieren? Da muss man eben auch Transformationsforschung und solche Sachen machen. Ich komme jetzt zum Ende. Mein dritter Punkt wäre, was kann das Internet dazu beitragen? Und das ist wohl das Größte. Bin ich gleich fertig? Bin ich in der Zeit? Sehr gut, sehr gut. Ich habe mich ja auch zurückgehalten. Nein, weil, Fragen, ne, weil das macht ich neige sonst ja auch zum assoziativ Springen. Und da hatten wir, glaube ich, ich spreche jetzt mal als Pirat, hatten wir an uns selbst komplett überzogene Erwartungen. Jetzt ist das Internet da. Jetzt machen wir auf einmal die Demokratie der vielen. Und die Presse hat das auch aufgenommen, gesagt, Beteiligung und Journalisten setzen sich auf den Parteitagen in die Reihen der Parteimitglieder und diskutieren mit denen und so. Das ist toll, das ist spannend, das ist neu, was hier passiert. Nur als dann ein Jahr später kein monolithisches Konzept da war, hat man so langsam eben die Piraten als Enttäuschung begriffen. Und zwar, ich habe das bei vielen Leuten draußen so das Gefühl, das ist auf der einen Seite eine Wut auf uns, dass wir es nicht geschafft haben, und auf der anderen Seite tatsächlich auch eine Enttäuschung. Und dieses Euch kann man sowieso nicht wählen, diese Dinge, das hängt zusammen. Aber man muss sich, glaube ich, klar machen, dass die Installation oder das Umsetzen einer Demokratie der vielen noch nie da war. Das ist ein menschheitshistorisches Problem. Es hat immer nur Demokratien der wenigen gegeben. Und wir sind angetreten, und dass man sowas nicht in einem halben Jahr umsetzt und das Versprechen dann einlöst, müsste eigentlich mittlerweile klar sein. Und ich finde, die Piraten sollten an der Stelle milde mit sich selbst umgehen und einfach sagen, hey, wir haben gar nicht gesehen, wie groß diese Aufgabe eigentlich ist. Das ist eine sehr große Aufgabe. Und ich habe jetzt hier wieder nur, ich möchte noch abschließend etwas sagen, wieder nur gehe mal in mein Manifest, das ja eigentlich keins ist, weil es Fußnoten hat, über 80, und lese einfach mal vor, was am Ende steht. Weil es gibt ja viele Theoretiker auch bei den Sozialdemokraten, die machen jetzt jede Menge Tagungen. Ich habe auch das Gefühl, wir sitzen gar nicht mehr im Fahrersitz, was die Digitalisierung der Gesellschaft, die technologische Revolution angeht. Man versucht uns aus dem Fahrersitz zu verdrängen. Aber wenn man sich dann anguckt, was für Bedienungsanleitungen für dieses digitale Auto bei den anderen Parteien aufkommen, dann kann man eigentlich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Das heißt, vom Bedürfnis einer konstruktiven Kritik des aktuell Geschehenden kann nach wie vor gesprochen werden. Also der Jewgeni Morozov, vielleicht kennt jemand von euch das Buch Smarte Neue Welt, wo er diesen Solutionismus aus dem Silicon Valley kritisiert, wo quasi neoliberale Denke mit Algorithmen produzierender menschlicher Intelligenz in Kombination Algorithmen für Problemlösungen produziert und man quasi hofft, dass der Markt der Algorithmen schon die Lösungen für die Zukunft, Rohstoffverknappung, Klimawandel, Gesundheitsvorsorge, Medizin oder so findet. Der Morozov sagt, im Augenblick können wir nichts weiter tun, als die eine oder andere utopische Vision einer non-neoliberalen, aber technikfreundlichen Welt zu entwickeln, uns zu überlegen, wie so eine aussehen könnte. Schreibt Morozov im Angesicht der weltweiten neoliberalen Oligopole und Kapitalnetzwerke. Ich bin der Auffassung, Netzpolitik ist mehr und muss mehr sein. Sie sollte sich mit der Entwicklung von Visionen, die wichtig sind, nicht zufrieden geben, sondern Konzepte und Projekte tatsächlich entwickeln, wenn das jetzt nur Freifunk in einem Flüchtlingsheim ist, ja, tatsächlich entwickeln
und die nicht nur in den politischen Diskurs, also was wir hier machen, einbringen, eine erweiterte Öffentlichkeit einbringen, sondern auch direkt in die Parlamente, in die Herzen unserer Demokratien tragen. Und das ist ein Signal an den CCC, das ist ein Signal an Netzpolitik.org. Draußen zu sitzen und Briefe an Abgeordnete zu schreiben, Originalton Beckedahl, bringt überhaupt nichts. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Konzepte und Ideen und Projekte in den Herzen unserer Demokratie, nämlich in den Parlamenten, diskutiert werden. Man darf nicht unterschätzen, der parlamentarische Arm der netzpolitischen Bewegung ist der einzige Arm, den wir haben, der wirklich was bewirken kann. Sonst geht es im Rauschen des Netzes unter. Das ist meine Angst. Also vielleicht schließe ich jetzt mal an der Stelle. Und Netzpolitik agiert nach dem Primat der Praxis als Kriterium offener Erfahrung gegen Theorielastigkeit, jedoch mit Theoriekritik. Das heißt, Theorien werden auch mit einbezogen. Und Netzpolitik ist aus sich selbst heraus antifundamentalistisch. Und zwar in jeder Beziehung. Das wäre es erstmal. Vielen Dank, Joachim. Du hast dich Gott sei Dank selbst gebremst. Man hat es dir auch gar nicht angemerkt, dass du dich bremsen musst. Aber wenn man dann doch genau zugehört hat, weiß man, dahinter ist wirklich sehr, sehr viel Stoff, der zu bearbeiten ist. Das wird bei Martin Haase sicherlich ebenso sein. Auch er hat natürlich die gleiche Zeit, um aus seiner Sicht auf das Thema zu blicken. Und ich freue mich dann auf eure Fragen und weitere Diskussionen. Martin. Ja, also ich steige auch mit einer Anekdote ein. Ich war 2011 eingeladen auf einer Tagung der Volkswagen Stiftung mit dem schönen Titel Our Common Future, unsere gemeinsame Zukunft. Da sollte also beraten werden über das, was die Zukunft bringt, eben auch vor dem Hintergrund, dass die Volkswagen Stiftung ja dann Forschungsschwerpunkte anbieten will, in denen dann über solche Fragen geforscht werden kann. Und es gab dann auch eine Abschlussveranstaltung, wo man dann eben die wichtigen Themen des 21. Jahrhunderts aufgelistet hat. Und das waren zunächst einmal der Klimawandel. Der zweite Punkt war der Zugang zu Wasser als großes Problem des 21. Jahrhunderts. Und der dritte Punkt, Migration. Es gab dann noch weitere Punkte, religiöser Fundamentalismus und so weiter. Aber diese drei Punkte standen vor allen Dingen im Vordergrund. Und ja, 2011, wir erinnern uns, im November 2011, da war so ein gewisser Höhepunkt bei den Piraten ja auch erreicht. Und dann ist mir natürlich gleich aufgefallen, das sind ja alles Themen, die jetzt nicht so im Zentrum der Debatten bei den Piraten stehen. Und da hatte man natürlich so ein bisschen das Gefühl, dass die Piraten vielleicht entfernt sind von diesen wichtigen Fragen. Allerdings ist mir auch sofort aufgegangen, dass vielleicht diese Fragen gar nicht die eigentlichen Fragen sind, sondern möglicherweise nur Symptome für andere Dinge. Und dass eigentlich ganz andere Fragen gestellt werden sollten. Ich habe das dann auch in der Diskussion noch versucht einzubringen. Es gibt eigentlich ganz andere Fragen, die sich stellen und die natürlich auch ganz wichtig sind, um die Probleme, die wir an diesen Punkten sehen, letztlich auch zu lösen. Da ist zunächst einmal der ganz wichtige Punkt des Wissens. Also Wissen ist, glaube ich, sehr wichtig, denn was nützt einem, nehmen wir das Thema Wasser. Also wenn man dann schließlich Zugang zum Wasser hat und ich weiß, wie man Brunnen baut, dann ist das Wasser schnell verdorben und dann nützt einem der Zugang zum Wasser nichts. Ähnlich auch beim Klimawandel, da ist natürlich auch wichtig, genau zu wissen, wie das Zusammenspiel verschiedener Faktoren ist. Da ist auch, dazu gehört natürlich dann auch die Transparenz, dass dann eben auch klar wird, wo kommt der Klimawandel eigentlich her. Man hat das ja auch versucht, so ein bisschen eine lange Zeit nicht richtig offen zu legen, was da die Faktoren sind aus bestimmten Gründen. Also da ist es natürlich schon ganz wichtig, genau Bescheid zu wissen. Und von daher ist also wirklich Wissen und der Zugang zu Wissen, glaube ich, sehr fundamental.
Und da fällt oft auch das Schlagwort freies Wissen, was natürlich wichtig ist. Aber es ist natürlich nicht nur freies Wissen, das Wissen muss auch nachhaltig sein. Also es kann nicht sein, dass irgendwelche Server abgeschaltet werden und ist wichtiges Wissen weg oder dass Sachen depubliziert werden, wie in der Bundesrepublik. Das sind alles Dinge, die eigentlich nicht zukunftsweisend sind. Und deshalb also nachhaltig muss das Wissen sein, vielleicht auch dezentral. Das hängt natürlich mit der Nachhaltigkeit und mit der freien Zugänglichkeit auch zusammen. Also solche Dinge sind sicherlich ganz wichtig. Der nächste Punkt ist die Gesellschaft. Wie sieht die Gesellschaft der Zukunft aus und wie kann man sie gut beschreiben? Denn bei der Gesellschaft geht es ja eben auch darum, sich damit auseinanderzusetzen. Und da sehen wir eben das große Problem der sogenannten Arbeitsfreiheit, die arbeitsfreie Gesellschaft, die ja ein Konzept ist, was wir bisher gar nicht so kennen oder nur unter bestimmten negativen Aspekten kennen. Das ist eben die Folge von Industrie 4.0, was Joachim ja vorhin anführte. Also es gibt eine Gesellschaft, die nicht mehr durch Arbeit konstituiert ist und damit gibt es eben auch die traditionellen Gruppen in der Gesellschaft nicht mehr. Das führst du ja auch in deinem Manifest aus, so ein bisschen nostalgisch, man kann sich jetzt nicht mehr richtig zuordnen und so. Aber ich glaube, Gesellschaft muss dann auch grundsätzlich anders gedacht werden, denn wir haben jetzt eigentlich es ist wahrscheinlich sinnvoll, die Gesellschaft zu denken als Individuen, die vernetzt sind. Und dieser Netzgedanke ist ja eigentlich der Gedanke, der jetzt eine ganz wichtige Rolle spielt. Also es geht nicht mehr um Gruppen, sondern es geht darum, dass Individuen in irgendeiner Weise vernetzt sind. Das ist übrigens auch nicht mal ein neuer Gedanke. Also das klingt jetzt so, als sei das jetzt ein neuer Gedanke gegenüber den Ideologien des 19. und 20. Jahrhunderts, die ja sehr stark auf Gruppen abheben, aber bereits vorher, also bereits in der Aufklärung, also Ende des 18. Jahrhunderts, haben wir ja durchaus Leute, die sich Gedanken machen. Ich zitiere ja immer gerne Condorcet, denjenigen, der ja an der Basis von so Wahlsystemen wie die Schulze-Methode ist. Da geht es ja wirklich darum, wie kann ein Individuum sich am meisten einbringen in einer größeren Gemeinschaft. Und da ist tatsächlich dieser Gedanke da, der dann wieder in Vergessenheit gerät, weil man dann über Gruppen spricht und Vertretung von Gruppen. Und das ist aber jetzt anders. Ich meine, da spielt natürlich das Internet eine Rolle, das ermöglicht es ja gerade, sich als Individuum dann entsprechend zu vernetzen. Und da ändert sich eben sehr viel. Wir haben halt tatsächlich bis zum Anfang des 21. Jahrhunderts und tatsächlich einen gewissen Schwerpunkt auf Gruppenzugehörigkeit, letztlich bis hin zur traditionellen Familie. Aber da hat sich einiges geändert. Deshalb muss man eben jetzt die Gesellschaft anders sehen und anders analysieren, eben vor allen Dingen im Sinne eines solchen Netzwerkgedankens. Ist übrigens in der Wissenschaft auch schon länger der Fall. Also wenn man sich anschaut, was passiert in der Soziologie oder auch in der Sprachwissenschaft, da stellt man halt fest, dass eben auch da so Vorstellungen wie Klasse, Schicht, Gruppenzugehörigkeit ersetzt werden tatsächlich durch so Netzwerkkonzepte. Also da ist das längst schon passiert und das ist vielleicht auch ein Ansatz, den man weiterverfolgen sollte. So, wenn ich jetzt schon spreche von den Individuen im Netzwerk, dann muss das natürlich auch Folgen für die politische Organisation haben und da kommen wir zu dem Punkt, wie findet man Mehrheiten und wie funktioniert Demokratie? Also ich denke, das ist auch in der Piratenpartei ja immer wieder schon gesagt worden und spielt da natürlich auch eine wichtige Rolle, das sogenannte Update für die Demokratie. Ja, und da geht es eben tatsächlich darum, dass eben ja, man dazu kommt, dass sich jeder und jede einbringen kann, aber eben auch nicht muss. Also es ist einfach nicht möglich, dass alle auf allen Gebieten Experten sind. Deshalb braucht man Delegationen. Da liegt natürlich genauso ein Konzept wie Liquid Democracy sehr nahe. Und ich glaube, das ist wirklich genau die Antwort auf eine Gesellschaft aus vernetzten Individuen, dass eben da auch die entsprechende demokratische Organisation eine Rolle spielt. Und deshalb glaube ich auch, dass solche Konzepte
eine stärkere Rolle spielen. Es muss jetzt nicht ein bestimmtes Programm sein, aber das Weiterdenken und das Ausprobieren von solchen Beteiligungsformen ist, glaube ich, ganz wichtig. Und in einer politischen Organisation, die das widerspiegeln will, muss man das natürlich auch umsetzen. Deshalb halte ich es auch, wenn wir jetzt wieder über die Piratenpartei sprechen, für den größten Fehler, dass eben genau dieser Aspekt so hintangestellt wird, wie es derzeit geschieht. Kommen wir also auch nochmal jetzt auf die Piratenpartei zurück und diese drei Aspekte, die ich genannt habe, dann findet man das dort natürlich immer wieder. Es gab ja mal den Slogan in Berlin, Demokratie, Transparenz, Menschenrechte, gut, hieß es Bürgerrechte, aber dann hat man ja gesagt, Menschenrechte ist das bessere Konzept. Und ja, in diesen drei Punkten steckt eigentlich auch das drin, was ich ausgeführt habe. Demokratie, also als erstes, das ist ja der letzte Punkt, den ich genannt habe, das ist halt sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt und die Frage, wie jetzt Demokratie in der vernetzten Welt funktionieren soll, das ist sicherlich ganz entscheidend. Transparenz, da würde ich wirklich sagen, das muss man weiter fassen, da geht es nicht nur um Transparenz von Dingen, die schon da sind, sondern tatsächlich um eine Zugänglichkeit von Wissen. Also das ist sicherlich weiterzufassen. Und genau die Frage nach der Gesellschaft ist eben auch verankert bei dem Aspekt der Menschenrechte. Denn es geht ja tatsächlich darum, dass die Gesellschaft so funktioniert, dass alle in Würde leben können. Und von daher ist da natürlich genau der Ansatz der Menschenrechte. Und deshalb ist auch wichtig, von Menschenrechten zu sprechen, in dieser Welt der Individuen in Netzen, da kann man nicht mehr mit Gruppen arbeiten, da kann man auch nicht mehr mit Nationen arbeiten. Und das geht einfach nicht. Und das ist eigentlich so erstaunlich, dass wir gerade jetzt in der politischen Welt, in der politischen Diskussion so eine Verstärkung von Nationalismus haben, von, Ist überhaupt nicht erstaunlich. Ja, gut, klar. Es ist quasi, man würde sagen, die Konterrevolution, die Gegenreaktion, ja. Die Schwächung der Nationalstaaten, auch des Ansehens. Wir haben ja Skandale, die, ich will jetzt nicht dein Ding kaputt machen, aber vielleicht das kurz einwerfen, das sind Rückzugsgefechte. Das sind Rückzugsgefechte, ganz genau. Ja, das ist genau der Punkt. Und im Grunde ist das nicht mehr zeitgemäß. Und da ist eben auch wirklich die Frage, welche politische Gruppierung, welche Partei denkt eben genau in solchen Kategorien, die über Gruppen hinausgehen. Das ist ja eben gerade die große Schwierigkeit. Das hätte die Sozialdemokratie mal machen können. Es gab immer diesen Aspekt der Internationale dabei. Das hat in letzter Zeit wieder nicht funktioniert, genau wieder vielleicht auch die Sache mit dem Rückzugsgefecht, eben das Zerbrechen der internationalen Zusammenarbeit, insbesondere in Europa. Und das sehen wir also, glaube ich, vor allen Dingen bei den Piraten, denn die Piraten sind schon auf jeden Fall eine internationale Bewegung. Da gibt es große Unterschiede zum Teil auch, ideologischer Art. Wir sehen das ja auch jetzt gerade auf der Ebene der Europäischen Piratenpartei oder Parteien, wie es eigentlich heißt, wenn man so sieht, wie ist das Verhältnis zu Flüchtlingen, Flüchtlingspolitik in Tschechien und in Deutschland, so eine ganz andere Haltung. Aber dennoch sind gewisse Aspekte, und das sind eben die, die ich genannt habe, die sind eigentlich überall vorhanden. Und von daher gibt es, glaube ich, auch wirklich einen Bedarf für eine Partei, die eben in diesen Konzepten, insbesondere in diesem Konzept der Netze, der Vernetzung denkt und arbeitet. Und das sehe ich also nach wie vor, besonders bei der Piratenpartei. Jetzt wird ja gesagt in letzter Zeit, ja, die Piratenpartei schafft das alles nicht mehr. Mögen ja alles gute Ideen gewesen sein, das Grundsatzprogramm ist sicherlich gut und so, aber woanders kann man solche Dinge nur umsetzen. Eben
dann gesagt, bei der Partei der Linken. Und ich glaube, das ist ein Fehlschluss. Ich meine, es ist sicherlich, wir würden uns alle freuen, wenn in der Partei der Linken solche neuen Formen der Demokratie, wie sie, glaube ich, notwendig sind, umgesetzt werden. Nur da sehe ich wenig Ansätze. Und du hast ja sehr schön in deinem Manifest auch auseinandergelegt, dass es eine gewisse Spaltung in der Linken gibt von Anfang an. Ja, Tradition. Ja. In der Tradition. Und ich glaube, diese Spaltung hat sich jetzt noch viel mehr verstärkt. Und ist vielleicht auch gerade, jetzt wenn wir wieder die deutsche Situation nehmen, in der Linken, ein großes Problem. Und sicherlich auch ein Hindernis daran, dabei eben jetzt weiterzukommen, zu neuen Fragen zu kommen. Und das ist natürlich schon eine große Problematik, die man ja an vielen auch Kleinigkeiten sieht, also die Auseinandersetzung zwischen emanzipatorisch, nicht emanzipatorisch. Das ist eben etwas, was eigentlich nicht da sein sollte, wenn man mit so einer Haltung dran geht, dass eben die Individuen ernst zu nehmen sind in einer vernetzten Welt. Also von daher sehe ich nicht die Möglichkeit, jetzt zu sagen, dass man eben bei so einer Partei, die in dieser Tradition der Befreiung der Arbeiter steht, tatsächlich die Möglichkeit hat, solche neuen Konzepte betreffend der Gesellschaft zu denken und weiterzuentwickeln. Also wenn ich den mir angucke, wenn Linke den Neoliberalismus als einfach gestrickte bürgerliche Klassenkampfideologie interpretieren, dann ist das eine massive, gefährliche Unterschätzung dessen, zu was der Neoliberalismus fähig ist. Und auf der anderen Seite die bürgerliche Gesellschaft auf eine ökonomische Kategorie zu reduzieren, die bürgerliche Gesellschaft und auch die Errungenschaften, die sie hat, das bestreitet ja niemand, einfach auf eine ökonomische Kategorie reduzieren, ist nach meiner Auffassung der falsche Ansatz. Und obwohl es in der Linken auch in unterschiedlichen Couleurs, es gibt ja verschiedene Tönungen da, durchaus super sympathische und kompetente Leute gibt, die eigentlich schon das Leben, nämlich das Individuum A und das Individuum B in einem gewissen Punkt vielleicht nicht übereinstimmen, aber doch zu einem gemeinsamen politischen Beschluss kommen müssen, wenn sie denn dann in den Parlamenten wären und dort quasi das Sagen hätten. Also ich finde das, der Neoliberalismus ist von vornherein ja gar nicht als monolithische Ideologie aufgetreten. Von daher gab es auch keine Ansätze für ein Spaltpilz. Mhm. Das war egal. Es gab die zwei großen Strömungen. Die Chicago Boys haben gesagt, wir brauchen eine Physik der Volkswirtschaft. Die Ökonomie muss sich ausrichten an den großen Erfolgen der Physik im 20. Jahrhundert. Wir wollen vorausberechnen, was wirtschaftlich passiert. Stichwort Neoklassik ist dann entwickelt worden und so. Und die österreichische Schule, so Leute wie Hayek, die haben gesagt, Gesellschaft, Volkswirtschaft wird sich nie nach naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten richten. Das hat beide Strömungen aber nicht daran gehindert, den freien Markt als die Ultima Ratio zu feiern. Ne? Ja. So als Ideologie. Und bei den Linken geht es dann immer bis aufs Blut. Ja. Wir können das ja reparieren, was da hinten kaputt geht. Kann ich schon so. Ja, also, Mar sagt gerade, seine Ausführungen sind soweit erstmal dargelegt worden. Insofern können wir jetzt, wenn es von euch Fragen gibt, Statements zu den Thesen, zu den Beschreibungen von Mar, dann anfangen mit der Diskussion. Falls da ein Eisbrecher gebraucht wird, ja? Gut. Okay. Guten Tag, mein Name ist Jochen Heiermann. Ich habe eine Frage an Sie beide, nämlich die Partei und ihre Entwicklung. Von der Technologie her sehen, finde ich logisch. Was mir fehlt, ist etwas die Ausarbeitung dessen, weil mein Image von Piraten ist eigentlich eine
Partei, die sich zunehmend oder früher mal sehr stark bestimmter Dinge bedient hat, die auf der rein technischen Ebene lagen. Und dadurch ist die Partei bekannt geworden, dass sie viele Formate hatte, mit denen sie über die sie diskutieren konnten. Das ist aber ein Gedanke, der in der Bevölkerung so einfach nicht vorhanden ist, wie ich glaube. Das hat damals nach diesem, wie Sie eben sagten, dem Hoch 2011 dazu geführt, dass das Interesse schnell nachließ an dieser Partei. Ich glaube, es muss gefüllt werden mit Inhalt. Und zwar auf einer Ebene, die ein Achtjähriger versteht. Ja. Bitte. Ich würde gern mal antworten auf Ihre Frage mit etwas, was ich vorhin, dummerweise, das geht mir öfter so, vergessen habe. Erstmal ist es nicht die Partei und die Entwicklung der Partei, glaube ich, die man von der Technologie her denken muss, sondern man muss Welt von der Technologie her denken. Und dann aus diesem Denken Rückschlüsse ziehen auf die durch Technologie immer verursachten Veränderungen. Ich habe in meinem kleinen Manifestchen ein Zitat vorangestellt eines kanadischen Science-Fiction-Autors, Cory Doctorow. Das hat er wortwörtlich auf der Republika letztes Jahr so gesagt. Das war dermaßen druckreif. Das umschreibt so ein bisschen, glaube ich, das, was Sie fordern. Und zwar hat Doctorow gesagt, ich habe es auf Deutsch jetzt übersetzt, Verschlüsselung ist nicht der wirkliche Kampf. All das Zeugs, von dem ich euch heute erzählt habe, all die Werkzeuge, von denen ich möchte, dass ihr sie benutzt, um eure Privatsphäre zu schützen. Nein, das ist nicht der wirkliche Kampf. Nicht überwacht werden ist nicht der wirkliche Kampf. Die existenziellen Herausforderungen für die menschliche Rasse, das sind Dinge wie der Klimawandel, die Flüchtlingskrise, die wachsende Ungleichheit zwischen den Armen und den Reichen, die wachsenden Ungleichheiten basierend auf Geschlecht, rassischer oder ethnischer Identität, das sind wirkliche Probleme. Aber wir werden jeden dieser Kämpfe im Internet gewinnen oder verlieren. Und wir werden sie nur gewinnen, wenn wir ein freies, faires und offenes Internet haben. Damit ist quasi auf sehr geschickte Art und Weise netzpolitisch die Brücke geschlagen zwischen dem Instrument, nämlich dem Internet, und den Problemen, die es zu bearbeiten gilt. Also ich stimme Ihnen da völlig zu, weil die Öffentlichkeit hat es verwirrt, wenn bei den Piraten die 125. Tool-Diskussion, haben wir das genannt, da wieder, welches Werkzeug nehmen wir jetzt dafür, ausgebrochen ist. Aber wenn man heute sieht, das ist jetzt, weil das mediale Interesse an uns nicht so groß ist zurzeit, geht das leider ein bisschen unter. Wenn man heute sieht, was zum Beispiel nur in Nordrhein-Westfalen Piraten einfach tun, weil sie Bock drauf haben, nämlich WLAN in Flüchtlingsheime bringen, damit die Leute mit zu Hause kommunizieren können. Oder völlig bekloppt, eine kommunalpolitische Fragestellung bei einer baufälligen Schule, da halt einen Antrag zu stellen und das, warum die Schule baufällig geworden ist, nach vorne zu zerren, an die Öffentlichkeit zu zerren und so ein bisschen die Empörung bei den Mitmenschen in der Kommune zu bedienen. Das hat jetzt nicht direkt was mit dem Internet zu tun, aber sie kommen aus diesem vernetzt habenden System und machen jetzt reale Politik in den Kommunen. Und ich glaube, wir müssen noch mal über Kommunen reden, weil das ist, glaube ich, das eigentliche Modell der Zukunft. Warum sind die alten Konzepte von Reifeisen? Ein Freund von mir, der Heinz Bontrup, der ist Volkswirt, der spricht immer von Wirtschaftsdemokratie. Jetzt spricht die FDP, und gehen wir mal an die Uni, die haben ein Gesetz gemacht, 2005 bis 2010, das nannte sich Hochschulfreiheitsgesetz. Die Wissenschaftler, die Individuen, die eigentlichen Knoten des Netzes, die Menschen, die er gerade gesagt hat, die sind nicht frei gewesen unter diesem Gesetz und sie sind es durch das neue Gesetz immer noch nicht. Mhm. Das Rektorat und der Hochschulrat waren frei in ihren Entscheidungen. Ja. Das verstehen die unter Hochschulfreiheit. Die Frage ist, wie viel Teil, also man muss, glaube ich, viel zergliederter denken. Wissenschaftsautonomie ist zunächst mal die Autonomie des Einzelnen. Wenn Sie morgen hingehen und sagen, ich möchte gerne forschen über, was weiß ich, die blaue Stechblume im nordeuropäischen Gartenbauwesen, dann machen Sie das. Das ist Ihre Freiheit, das zuzukommen. Wissenschaftsautonomie ist das Recht eines jeden Bürgers. Ne?
Ja, sehr also, richtig. Richtig, und das ist ja auch bei den Piraten gefordert worden, eben das als Individualrecht, die Wissenschaftsfreiheit als Individualrecht eben zu sichern. Und das ist bei anderen eben nicht auf dem Schirm. Also ich glaube, die Inhalte sind da. Das kann man an verschiedenen Stellen sehen. Also zwei Beispiele, wo sich das gut gezeigt hat. Es wurde ja auch in der Piratenpartei viel diskutiert über das bedingungslose Grundeinkommen. Und dann gab es natürlich auch Piraten, die der Meinung waren, ja, das ist niemals Konsens bei den Piraten. Und insbesondere dachte man, das sind Bayern, das nicht Konsens war, denn der Bayerische Landesverband galt als konservativ. Und daraufhin hat also der Landesvorstand Bayern, der ja nun sehr stark gegen das bedingungslose Grundeinkommen agiert hat, also die damaligen Vorstandsmitglieder, eine Umfrage gemacht. Und es kam dann raus, dass also mehr als zwei Drittel der Mitglieder, die geantwortet haben, tatsächlich der Meinung waren, dass das bedingungslose Grundeinkommen eine sinnvolle Lösung ist für die Probleme der Zukunft. Also das ist schon insofern ganz interessant. Also es ist nicht einfach nur eine Technikpartei, sondern es gibt gewisse Sphären, wo Konsens besteht. Oder ein anderes Beispiel, auch wieder anekdotisch, aber ich glaube, das illustriert es sehr gut. In Berlin beim Wahlkampf 2011 oder vor dem Wahlkampf 2011 gab es die Plakate bereits, bevor das Wahlprogramm verabschiedet worden war. Ja, da fragt man sich, wie ist das möglich, wenn auf den Wahlplakaten vor allen Dingen die Inhalte des Wahlprogramms zu finden waren. Naja, es war schon vorher irgendwie klar, was die gemeinsamen Punkte sind. Also Netze in Nutzerhand, dann gab es diesen Slogan Religion privatisieren oder was hatten wir noch? Ja, eben auch der Mindestlohn ist eine Brückentechnologie. Also diese Plakatmotive hatten einen gewissen Konsens, der sich dann auch im Wahlprogramm niedergeschlagen hat. Also es gibt da schon eine inhaltliche Basis, die ja um diese Punkte kreist, die ich ja vorhin skizziert habe. Also ich denke schon, dass es gerade da inhaltliche Punkte gibt. Ich glaube, die Wahrnehmung der Piraten als eine reine Netzpartei, die jetzt neue Tools verwendet, das ist eigentlich nicht, also eine Technikpartei. Das ist, glaube ich, schon immer die falsche Wahrnehmung gewesen. Ja, naja, ich komme nochmal auf den Begriff der Rückzugsgefechte zurück. Ja. Klar, sehe ich im Moment ähnlich, dass sozusagen das Traditionelle gegen das Moderne kämpft. Ich würde aber trotzdem jetzt vertiefend nachfragen wollen, warum es nicht gelungen ist, dass die Partei nicht nur als Technikpartei verstanden wird, sondern auch als eine Partei, die sich für die Sorgen und Nöte der einfachen Menschen einsetzt. So ist die Piratenpartei nie verstanden worden. Und deshalb traut man ihr, sie hat es offenbar auch nicht kommuniziert, selbst bei allen Hinweisen auf das BGE, traut man ihr nicht zu, sozusagen die Alterssorgen der Menschen bedienen zu können, für die auch zu kämpfen. Und ich denke, dass an der Stelle wesentlich mehr noch passieren muss, weil die Diskussion, sind wir nun Individuen oder sind wir Gruppen, die wir ansprechen können oder wie wir Mehrheiten gewinnen wollen, ist zunächst einmal eigentlich für die meisten, glaube ich, eine akademische Diskussion. Die ist hier richtig dargelegt worden, worum es heute geht und warum es so schwierig ist, politische Mehrheiten zu erreichen. Aber wie gesagt, vor dem Hintergrund der sehr weit offenstehenden Schere zwischen Arm und Reich sind das nicht die Fragestellungen. Kann ich mich sozusagen mit Hilfe von Liquid Feedback an der Demokratieentfaltung beteiligen, sondern da geht es wirklich um das nackte Überleben. Und es nimmt ja leider zu. Und da eben, wie gesagt, die herrschende Politik bisher nicht nachgewiesen hat, dass sie komplexe Antworten auf komplexe Herausforderungen haben, ziehen sich die Leute auf das Einfache zurück. Das heißt, auf das totalitäre Regieren, regiert werden wollen. Und ich weiß noch nicht, wie wir sozusagen an der Stelle Antworten finden vor der Verfasstheit unserer Partei. Die bewegt sich zu langsam auf diese Fragestellung zu. Ich traue ihr da eine Kompetenz zu, aber
selbst sozusagen in diesem Mini-Körper haben wir es nicht erreicht, die wirklichen zentralen Problempunkte unserer Gesellschaft so zu fokussieren, dass wir sagen, wir stehen dafür und ganz eindeutig und nicht nur halb und nicht, dass man überlegt, wann man nun das BGE zur politischen Hauptforderung macht. Also mich juckt das jetzt total, Rainer, während deiner Ausführung schon. Wir sind zu einem gewissen Punkt auch selbst schuld, jetzt nicht durch interne Streitereien, aber weil wir einfach keine Positionen hatten. Ich habe das im Bundestagswahlkampf erlebt. Da haben wir Snowden-Schock, Überwachung, Vorratsdatenspeicherung, die ganzen Ur-Piratenthemen thematisiert. Das Problem ist aber, ich habe damals gesagt, Überwachung ist wie Radioaktivität, man merkt nichts. Erstmal, ne? Habe ich damals als Slogan so ein bisschen geprägt. Da kommen Leute an die Infostände, wie stehen die Piraten zur Mütterrente? Ne? Was sagt ihr zu Hartz IV? Und ich glaube auch, das BGE wird eine sozialpolitische Fata Morgana bleiben bei den Piraten, wenn die Piraten es nicht schaffen, auch mal konsequent über Arbeitszeitverkürzung nachzudenken. Da sehr viele ITler sind und Freiberufler und die Hoheit darüber haben wollen, wie lange sie arbeiten. Das darf aber nicht dazu führen, dass wir den Chemiewerker und den Stahlwerker, die es ja auch noch gibt, dass wir die vergessen. Und wenn wir uns als systemkritische Partei verstehen, dann müssen wir über zwei Sachen nachdenken. Wir müssen über eine Grundsicherung nachdenken und wir müssen auch darüber nachdenken, dass die Restarbeit, die übrig bleibt, auch noch möglichst fair verteilt wird. Also das ist mir immer ein Anliegen gewesen. Ich habe mich damals mit einigen Linken oder so auf so ein Pamphlet setzen lassen für die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, so eine Bontrup-Kiste. Boah, was habe ich in der Partei Prügel gekriegt. Ne? Ich habe auch einen Fehler gemacht, ich habe es nicht als Privatperson gemacht, sondern tatsächlich als Fraktionsvorsitzender. Das hat eine Riesendiskussion bei uns in der Fraktion gegeben. Aber wenn man sich die Bücher der BGE-Theoretiker mal durchliest, da kommt auf jeder vierten Seite das Wort Arbeitszeitverkürzung vor. Dann soll man die verdammt auch mal lesen. Wir reden als Piraten die ganze Zeit über Bildung. Ja? Ich habe immer das Gefühl, wir reden über die Bildung der anderen. Es geht um die eigene Bildung, die muss auch gefördert werden. Entschuldigung, wenn ich jetzt so ein bisschen hier rauspulver, aber mich hat das einfach geärgert. Es gibt einen Weg hin zum BGE und Arbeitszeitverkürzung kann dabei eine Rolle spielen. Das sollte man, wenn man über so Modelle frei nachdenkt, und das wollen ja die Piraten, nicht von vornherein ausschließen. Ja, aber wie gesagt, es gibt nicht eine monolithische Lösung für die Sache mit der Arbeitszeit. Also auch da natürlich muss man sehen, welchen Beruf hat jemand. Also ich denke mal, so ein Professor kann auch noch mit 70 gute Vorlesungen halten, aber man kann als Dachdecker vielleicht mit 70 nicht mehr so gut auf das Dach ist eben der Punkt, ja. Und will es auch sicherlich nicht. Und da muss es dann eben entsprechende Möglichkeiten geben. Also da muss man dann entsprechend auch drauf reagieren. Dieses also auch Monolithische da, im Sinne der Arbeiterklasse ja. Oder so, das will ich ja auch nicht. Ja. Ne? Aber bei einigen Branchen denke ich, das ist ja das große Problem der Gewerkschaften. Die kriegen ja auch nichts mehr auf die Kette. Ja, weil sie eben auch nicht mehr zeitgemäß sind in der Gesellschaft, wie sie heute sich darstellen. Entschuldigung. Ja. Da müsste an. Nee, nicht an. Okay. Nichts an. Nur gucken. Nichts nur anfassen. Gucken. Okay, also Parsifal von den Piraten. Was mir so fehlt, ist, dass wir im Grunde genommen keine Transformationsforschung oder keine Transformationsüberlegungen haben. Also das, womit die Diskussion der letzten Paya-Sitzung geendet hat mit Ulrike Herrmann, war, es fehlt eine Transformationsforschung. Das heißt, wir wissen, dass die Macht eben nicht die Politiker haben, die demokratisch gewählten Politiker womöglich oder damit das Volk, sondern eben noch immer noch die, die das Kapital haben. Also die global gesehen 0,1% oder europaweit 1%. Und wir haben die Linke, auch die Piraten, spiegelt das ja wieder, kämpfen mit sich selbst, mit der Spaltung. Und wir größtenteils lassen uns davon ablenken und wir bringen es nicht zustande, mehrere Wege, nicht nur einen, ideologisch einen Weg, sondern mehrere Wege aufzuzeigen, auszuprobieren, die genau die Transformation, den Übergang in eine Gesellschaft, die nicht mehr eine Arbeitsgesellschaft ist, aber auch keine Schuldknechtgesellschaft oder Schuldengesellschaft wird, in die wir jetzt reinkommen, sondern eine, du hast es so gut genannt, Tätigkeitsgesellschaft oder eine BGE-Gesellschaft, wo eigentlich ein existenzsicherndes, bedingungsloses Grundeinkommen ist, was wirklich existenzsichernd ist und nicht neoliberal verwässert, also dass man trotzdem noch arbeiten muss, um überhaupt zu überleben. Das finnische Modell geht in die Richtung. Ganz, ganz wichtig, es muss existenzsichernd sein, das BGE, sonst ist es neoliberal. Und darauf aufbauend muss eben auch
alles, was in der Gesellschaft an Einkommen erwirtschaftet wird oder an Vermögen da ist, zur Finanzierung der Gesellschaft, des Sozialen herangezogen werden. Wir haben immer noch die Steueroasen, wir haben riesige Reichtümer, wir haben in der Krise wachsen die 30% des Einkommens derer, die schon zu viel haben. Und gleichzeitig haben wir Schulen, die marode sind, Infrastruktur, Bildung wird abgebaut, Massenaltersarmut kommt auf uns zu, Kinderarmut ist schon da, all diese Sachen. Was mir fehlt von den Piraten oder worauf ich immer gucke, oder dass wir uns nicht in diese kurzfristigen Streitigkeiten verwickeln, sondern dass wir wirklich narrative Erzählungen entwickeln, die zeigen, wie kommen wir denn von dem jetzigen Zustand, den wir alle nicht mögen, der uns als angeblich alternativlos verkauft wird. Damit haben wir der Großteil der Gesellschaft das Gefühl der Machtlosigkeit, ist entpolitisiert oder hat Wut. Und die Wut wird meistens dann auf Sündenböcke abgeschoben. Ganz schlimm der Antisemitismus, noch schlimm oder genauso schlimm Fremdenfeindlichkeit generell. Es wird immer irgendein Sündenbock gesucht. Und das spaltet die Gesellschaft. Statt wir solidarisch, gemeinsam, und das ist ja auch ganz wichtig, dass die Gesellschaft sich nicht spalten lässt. Es gibt keine Antwort, wenn wir uns gegenseitig ablenken lassen auf Streitigkeiten, die eigentlich gar nicht das Problem treffen. Das ist diese Umverteilung nach oben, ich nenne das Klassenkampf nach oben, obwohl es ja eigentlich nur noch eine Klasse gibt, der 0,1 oder 1%, und der Rest ist ja eigentlich gar kein Klassenkampf mehr, weil die gar kein Klassengefühl haben. Das ist jeder fühlt sich als Individuum. Ne? Das hat der Liberalismus, Neoliberalismus wunderbar geschafft, dass jeder Arbeiter sich als potenziell reich empfindet, jedenfalls in den westlichen Ländern, und sich nicht mehr als Arbeiter empfindet, als Proletarier oder wie auch immer. Das gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Ne? Okay, jetzt war ich viel zu lang. Also meine Frage ist, und danke an euch beide, ihr seid ja so unsere Vordenker so ein bisschen mit, wie können wir so ein Narrativ so entwickeln? Raus aus diesem Klein-Klein-Denken hin so ein bisschen zur großen Erzählung, dass wir so ein Vorbild oder dass wir zumindest das auch vorleben. Also wir werden nicht kurzfristig die Politik verändern. Wir werden nicht kurzfristig das ganze System verändern. Wir werden die Abhängigkeit der Politiker, die wir in die Parlamente schicken, nicht verändern. Das können wir kurzfristig gar nicht. Aber wir können vorbildhaft Alternativen zeigen, dass es sie gibt. Und das ist das, wo das System am meisten Gefahr hat. Das ist diese Geschichte der Alternativlosigkeit. Wenn die zu Fall kommt, das mobilisiert die Menschen. Ansonsten sind sie machtlos, aus meiner Sicht. Ich darf, bevor ihr beide antwortet, selber noch eine weitere Frage mit auf den Weg geben. Das, was du sozusagen erzählt hast und einforderst, sozusagen die Kompetenz, Narrative zu entwickeln, die überzeugend sind und dadurch sozusagen wieder Relevanz zu bekommen. Das ist ja eine Grundsatzfrage. Die anderen Parteien, die etablierteren Parteien, haben dafür ihre Stiftungen. Ja, große Stiftungen, die eigentlich für die Parteien sehr viel Gutes tun könnten, und teilweise passiert das auch, man sollte nicht alles runterreden, was da gemacht wird. Sie sind jeweils in einer Verfasstheit, dass sie diese Aufgabenstellung, die du formulierst, wegnehmen können, nicht im Sinne des Wegnehmens, aber verlagern können auf sozusagen Menschen, die in der Stiftung genau diese Vorarbeiten leisten können. Und da hat meiner Meinung nach die Piratenpartei, die es ja nun doch immerhin schon 10 Jahre gibt, natürlich haben wir nicht den Status einer Partei, die im Bundestag sitzt, aber man hätte wirklich schon weiter sein können in der Herausbildung einer eigenen Stiftung. Weil du kannst die Menschen ja auch nicht überfordern. Wenn ich, wie gesagt, mir die Dinge anschaue, die die beiden sozusagen auflisten können als Tätigkeitsnachweise, da geht nicht mehr viel drauf. Du brauchst also Personal, denen man zutraut, aufgrund ihrer Kompetenz, dass sie an diesen Konzepten kontinuierlich arbeiten. Und da haben wir eine große, große Flanke. Ich will jetzt nicht sagen, Peira hebt den Finger und das ist die Stiftung. Aber wir sind ja angetreten aufgrund dieser defizitären Beschreibung, die ich eingebracht habe. Und es wäre gut, wenn sozusagen die Menschen bei den Piraten, die das auch als Aufgabenstellung sehen,
sich verbünden würden. Im Sinne sozusagen des Konstruktiven und nicht im Sinne des Streits, sozusagen, wer hat nun das Recht, hier diese private Stiftung der Partei zu werden. Aber da, wenn man das täte, dass die Kräfte, die darüber nachdenken, ähnlich denken, wenn man die sammelt, einsammelt, könnte wirklich Schubkraft entstehen. Oder seht ihr das nicht so? Ja, also auf jeden Fall. Also das mit der Stiftung ist sicherlich wichtig. Wir brauchen halt Denkfabriken, dass eben genau die solche Dinge weitertragen und eben dann auch die Narrative entwerfen. Und vielleicht auch deutlich machen, dass es ja schon auch, dass schon Dinge passiert sind. Ich meine, das ist ja ein Punkt. Das klingt jetzt, also auch gerade das, was Basi mal gesagt hat, klingt ja dann auch so ein bisschen pessimistisch. Und es ist ja eigentlich anders. Denn wenn wir uns anschauen, was in Berlin passiert ist in den vergangenen 5 Jahren, dann sieht man ja, dass Piraten auch wirken. Vielleicht nicht unbedingt so direkt, aber es hat sich sehr viel verändert. Also zum Beispiel kann ich jetzt alle Reden im Abgeordnetenhaus sehen. Und zwar aufgezeichnet vom RBB. Zunächst war es Alex TV, zwischen RBB. Das gab es vor 5 Jahren nicht. Das war gar nicht möglich. Und wenn wir mal davon absehen, auch bei BVV, manche BVV, Lichtenberg zum Beispiel, wird alles aufgezeichnet und kann abgerufen werden. Das ist schon eine gewisse Veränderung. Klar, natürlich alles ein kleiner Schritt, aber es ist ja was passiert. Oder Stichwort Begegnungszone. Da kann man immer sagen, ja, die Begegnungszone in der Maaßenstraße ist jetzt, nachdem es die 3 Monate gibt, ist eine totale Pleite. Ja, aber man wertet das natürlich nicht nach 3 Monaten aus. Also es kommt ja auch noch die Bergmannstraße dazu, aber Begegnungszonen, also die ersten, die darüber gesprochen haben, waren die Piraten. Ich kann mich noch gut erinnern, dass dann andere gesagt haben, wie, was ist Shared Space, was soll das denn sein? Dann haben sie immer Shared Spaces gesagt, obwohl das Space heißt und so. Also jetzt auf einmal kommt es irgendwie sozusagen von Geisterhand. Das ist so eine spukhafte Fernwirkung, wenn man so will. Aber nicht nur das. Also ich meine, es gibt ja noch viel mehr solche Beispiele, wo Dinge plötzlich kommen, fahrscheinloser ÖPNV. Alle Oppositionsparteien in Berlin haben da jetzt ihr Konzept vorgelegt. Das ist manchmal nicht so gut. Zum Beispiel die Idee, dass man erst mit dem fahrscheinlosen ÖPNV um 9 Uhr beginnt oder so. Also, aber sie haben alle darüber nachgedacht. Also man merkt, dass sich was tut. Vielleicht zu wenig, aber es gibt Narrative positiver Art, die wir aufgreifen müssen und weiter formulieren müssen. Ich würde auch gerne auf den Basi-Fall noch eingehen und auf das, was Rainer gerade gesagt hat, aber zunächst mal dazu. Da sind, ich sag mal, schleichende Prozesse im Gange, wo eine Veränderung spürbar ist. Das Problem, was wir aber haben, ist, dass die klassischen Leitmedien immer auf das Pathos des Einzelereignisses setzen. Das sind aber keine Einzelereignisse, sondern das sind Prozesse, das sind allmähliche Veränderungen. In NRW werden die Sitzungen von x Stadträten jetzt gestreamt oder Kreistagen. Das ist auch neu, da sind wir schuld, dass das jetzt so gemacht wird, dass wir das da eingebracht haben. Also die Frage wäre tatsächlich, wie man solche Prozesse, das wäre dann auch eine Aufgabe für eine Stiftung, das bringt mich zum nächsten Aspekt, Stiftung. Ich würde mir zwischen Stiftung und Partei bei den Piraten nicht so ein Verhältnis wünschen wie bei der SPD. Das, was nämlich in der Friedrich-Ebert-Stiftung gedacht wird, hat mit der neoliberalen Mätressenpolitik der Sozialdemokraten in Deutschland nichts zu tun. Ja? Naumann-Stiftung und FDP, Messdiener des Neoliberalismus, die sind auf Kurs beide miteinander. Ne? Oder die Hayek-Stiftung. Lindner ist, glaube ich, nicht mehr Vorsitzender. Aber was da sonst so läuft, nee, bitte nicht. Also Böckler-Stiftung wäre noch so eine andere Sache, die da toll fände. Und dann Stichwort Transformationsforschung. Der Parsifal hat ja das angemahnt. Ich habe das auch in dem Manifest so ein bisschen ausgearbeitet, pars pro toto, als Exempel, du hast das auch gesagt, Wissen, freies Wissen, Verarmung von Wissen. Ich habe mir die Volkswirtschaftslehre rausgegriffen, wo wir ja tatsächlich in Europa eine komplette Verarmung haben. Wenn du nicht Neoklassik machst oder Mikroökonomie, kommst du heute nicht mehr an den Lehrstuhl. Ich habe letztens gehört, in Bochum hat der Dekan einem Dozenten verboten, da ging es um die historische Aufarbeitung, ein Seminar zu Marx zu machen. Wenn du Marx studieren willst, musst du nach Harvard gehen. Die Amerikaner lesen den noch. Also was ist hier los? Ja? Also wir haben eine völlige Verarmung
Und deswegen sitzen auch so Leute in den an den Lehrstühlen wie Hans-Werner Sinnlos, ne, der irgendwie, ich weiß ja, wie der tickt, ist mir bis heute nicht klar. Also das ist ja, ist ein einflussreicher Ökonom in Deutschland gewesen. Glücklicherweise kommen jetzt so Leute wie Flassbeck oder Streeck, die auch so ein bisschen die andere Seite bringen, oder Bontrup und Hickler und so, den hört man auch wieder zu. Aber das Positive, quasi vor allem Richtung Transformationsforschung, ist, dass es jetzt 28 Studierendengruppen in 14 EU-Ländern gibt, die quasi über klassische Ökonomik nichts mehr hören wollen. Die protestieren. In Tübingen haben sie ihren Neoklassik-Dozenten aus der Vorlesung geschmissen und haben den Bontrup eingeladen. Ne? Also es wächst ein Widerstand, weil selbst die Studierenden in ihrer wissenschaftlichen Individuationsphase merken, dass das, was ihnen an den volkswirtschaftlichen Lehrstühlen angeboten wird, nicht alles sein kann. Das erklärt ja auch nicht die Krise. Es kann ja keiner. Mirowski sagt so wunderbar in seinem Buch Untote leben länger, dass die großen international tätigen Ökonomen jetzt unglaublich viele Bücher schreiben und sich beeilen, zu erklären, wie die Krise gewesen ist, um nicht als ganz doof dazustehen. Die Queen hat an der London School of Economics gestanden nach der Finanzkrise. Elizabeth hat ja so eine sehr bescheidene Art manchmal. Die hat sich vor die Herren Professoris dargestellt und gefragt: Meine Herren, das nicht gewusst. Und die saßen da alle mit hochroten Ohren. Ne? Also die Krise, gerade in der Forschung, Stichwort Transformationsforschung, würde dann auch heißen, wie kommt man von A nach B? Ich könnte mir zum Beispiel ein statisches System vorstellen, was nicht so auf diesen Wachstumsfaktor setzt und immer dann, wenn Bedarf ist, in einen Wachstumsmodus in einer bestimmten Branche umschaltet. Wir haben immer nur, du musst wachsen, sonst geht das nicht. Sonst verschwinden auch die Shareholders bei Twitter. Ne? Die verschwinden dann einfach und investieren in Facebook. Das führt auch von Seiten der Investoren, gibt es natürlich einen Druck zur Monopolisierung. Das kann nicht gut sein. Monopolisierung ist entgegen jeder Piratenvorstellung von Netzen. Netze, ich nehme immer das Fischernetz gerne. Das ist reißfest. Also je feinmaschiger es ist, umso reißfester ist es. Und weil es ein Netz ist, macht ein Riss manchmal auch nichts. Wenn du aber eine Pyramide hast, eine Hierarchie, und du ziehst unten einen Dominostein raus, stürzt das ganze Gebäude ein. Lehman Brothers war nämlich genau so ein Fall. Dominoeffekt innerhalb der 147 inneren Kapitalknoten. Es gibt ja diese wunderbare Forschungsarbeit von dem Glattfelder aus Zürich, der fernab von jeder ethischen Fragestellung mal nach Stabilitätskriterien gefragt hat. Ne? So, Stichwort Transformationsforschung. Ja, das wäre auch eine Aufgabe für die Stiftung. Und ich glaube, die Hauptaufgabe, die wir jetzt leisten müssen, ist den Neoliberalismus und systemkritisch die Auswirkungen dieser Politik, wie wir sie haben, immer wieder zu stellen. Und wir müssen auch damit aufräumen, wir müssen transparent machen, dass es eine Lüge ist, wenn dauernd vom freien Markt gesprochen wird und solche Dinge. Ja. Ja, danke. Es gibt noch Fragen neben dem Jörg? Nein? Das ist gut so, weil ich mir vorstellen kann, wir werden eine Frage haben und die Zeit wird dann noch ausreichen, darauf einzugehen. Alle so viel zu antworten haben. Ja, okay. Bitte. Vielen Dank, Rainer. Hallo, mein Name ist Jörg Reisendorfer. Ich bin nicht mehr Mitglied der Piratenpartei. Ich würde sagen, dass mein Abstand zwischen Piratenpartei und Linke etwa gleich weit ist oder gleich nah ist inzwischen, wobei ich der Piratenpartei trotz aller politischen Fehler, wie sie sie vor kurzem in Neu-Ulm gemacht hat, das Transparenzversprechen immer noch weit mehr abnehme als der Linken. Mhm. Ich bin kein Akademiker und deshalb bin ich jetzt gekommen, um mit euch zu schimpfen, Jungs. Ein Aspekt, der in eurer Reflexion über das BGE völlig ausbleibt, ist eine Tatsache, auf die zum Beispiel auch Wolfgang Fritz Haug immer wieder hinweist. Es gab zu keinem anderen Zeitpunkt in der Geschichte der Menschen mehr abhängig Beschäftigte global als heute. Das wird in der BGE-Diskussion so gut wie überhaupt nicht reflektiert. Ich bin absolut ein Freund des BGE, das ist nicht der Punkt. Ich kritisiere das überhaupt nicht, aber das kommt in der Überlegung, in dem Diskurs, auch vor allen Dingen innerhalb der Piratenpartei, überhaupt nicht vor. Deshalb ist
glaube ich, eure Reflexion oder euer Blick auf das Thema BGE letztendlich milieubedingt ein nationaler Blick. Bitte versteht mich nicht falsch, ich halte keinen von euch für einen Nationalisten, das ist damit nicht gesagt. Aber ihr geht von den gesellschaftlichen Bedingungen aus, die wir hier in Deutschland, vielleicht Mitteleuropa, allenfalls höchstens noch Europa vorfinden. Aber dass Dinge wie das hier woanders zusammengebaut wird von Leuten, die über ein BGE schon gar nicht nachdenken können, vielleicht sogar nicht mal laut nachdenken können, das wird in dieser Diskussion nicht reflektiert. Das heißt, die Piratenpartei behandelt dieses Thema ohne jedes Nachdenken über die Artefakte, die technischen Artefakte, die ihr dieses Nachdenken ermöglichen. Ganz schlecht. Bitte damit sofort anfangen. Zweiter Punkt, der betrifft die politische Bildung. Ich habe hier so eine Art, ich befinde mich da in so einer Art Zeitschleife, denn ich habe die Peira-Matineen von Anfang 2014 in Erinnerung, wo der Rainer unter anderem gesprochen hat mit dem Thorsten Wirth, aber auch mit Martin Hase und auch mit dir, Joachim Paul. Und du hast es eben so ein bisschen versucht als Tool-Diskussion oder du hast es versucht als Tool-Diskussion zu beschreiben, dass das die Piratenpartei jetzt nicht zum x-ten Mal braucht, was die innerparteiliche Entscheidungsfindung oder Beschlussfassung angeht. Die Wahrheit ist, das macht sich gar nicht an den technischen Tools fest, aber die Wahrheit ist, und das hat auch der Martin Delius vor 2 Jahren hier an dieser Stelle auf genau diesem Stuhl angesprochen, es gibt in der Piratenpartei 10 Jahre nach ihrer Gründung kein Mittel der Beschlussfassung, dessen Repräsentativität für die Gesamtheit der Mitglieder akzeptiert wird. Ich spreche nicht notwendigerweise von technischen Tools. Ihr wisst ganz genau, es gibt diese Diskussion bei den Parteitagen. Da geht, egal welcher Beschluss gefasst wird, es geht immer das Theater los, ob da jetzt die richtigen Leute hingefahren sind zu diesen Parteitagen. Und nach 10 Jahren meine ich, ihr müsstet mal die Ehrlichkeit aufbringen, euch damit gedanklich, na gut, vielleicht gedankliche Auseinandersetzung hat sicherlich stattgefunden, aber jetzt müsste man dann doch mal irgendwie zu Potte kommen und sagen, was Phase ist. Ich meine, dass hier 3 Dinge allenfalls in Aussicht stehen. Entweder die Piratenpartei einigt sich jetzt auf ein technisches Tool, um diese Beschlussfassung verbindlich und vor allen Dingen akzeptiert, das ist das Entscheidende, akzeptiert in der Partei herzustellen. Ich habe meine Zweifel, dass sie da ein technisches Tool finden wird, denn in den vergangenen 2 bis 3 Jahren hat ein Braindrain aus der Partei stattgefunden, der äußert sich darin, dass es viel weniger Leute gibt, die die Technik dafür beherrschen, dass es viel weniger Leute gibt, die die Kompetenz im Bereich Sozialwahltheorie haben, um auch sozusagen die Belastbarkeit der Methoden, des Modus der Entscheidungsfindung zu begründen. Es gibt viel weniger Kompetenz, was den Datenschutz angeht inzwischen. Zweite Option, man entscheidet sich dann vielleicht doch für ein Delegiertensystem. Das wird gehörig in der Kiste rumpeln, denke ich mir, bei der Piratenpartei. Und darüber werden wahrscheinlich von den verbliebenen Mitgliedern wieder sehr viele verloren gehen, sollte sich irgendwie abzeichnen, dass ein Delegiertensystem ins Haus steht. Und für viele von diesen sogenannten 36 Piraten ist genau dieser Punkt essentiell gewesen für ihre Entscheidung, jetzt die Linke in Berlin unterstützen zu wollen. Ich halte das für einen Fehler, das zu tun. Ich bin der Meinung, dass das die Piratenpartei in Berlin stärken wird, was nicht der Grund ist, warum ich es für einen Fehler halte. Dritte Option, die Piratenpartei in Deutschland fragt sich jetzt langsam mal, ob sie mit einer anderen Partei verschmelzen will. Sag ich nicht gerne, ist aber so. Ich denke, da muss man sich jetzt mal ehrlich machen, man kann nicht noch 10 Jahre rumeiern. Drittens, nur ganz kurz. Mit welcher? Bitte? Mit welcher? Ja, das müsst ihr dann selber rausfinden. Dritter Punkt. Dritter Punkt, nur ganz kurz. Das Thema politische Stiftungen, das hat der Rainer-Team auch in der Matinee mit dem Thorsten Wirth seinerzeit gewissermaßen händeringend angesprochen. Tja, das ist so eine Sache, die politische Bildung. Die müsste natürlich viel besser gepflegt werden. Ich sehe aber im Moment keine Bereitschaft in der Piratenpartei, da wirklich vorwärts zu kommen, weil man immer wieder, weil es eben kein verbindliches Beschluss, also kein Tool oder keine Verfahrensweise gibt, deren Repräsentativität anerkannt wird, sehe ich kaum eine Möglichkeit, zu einer politischen Stiftung zu gelangen, die dann gut verankert ist in der Piratenpartei. Letzter Satz zur Friedrich-Ebert-Stiftung. Die waren ganz, ganz schlimm in den Parteienfinanzierungsskandale der alten Bundesrepublik verwickelt. Deshalb wäre ich mit dem Lobgesang vorsichtig. Ich meine ja die Leute, die da arbeiten, nicht die Chefs.
Das war ein schönes Beispiel, dass man, auch wenn man ausgetreten ist, sogar noch gute Vorschläge machen kann oder auf die Schwachstellen hinweist zum Thema BGE, wie auch zur Findung der Meinung, mit welchen Tools auch immer. Also natürlich, klar, eine Partei, die nicht weiß, wie sie ihre Demokratie leben will, ist eine schwache Partei, weil sie sich dadurch natürlich ständig in der Unsicherheit befindet. Was ist denn jetzt nun Mehrheitsposition? Aber vielleicht habt ihr beide... Ich muss erstmal auf das BGE eingehen, das muss ich klar zurückweisen. Ich habe auch, um historisch anschlussfähig zu sein, mein Manifest beginnt mit dem Satz, ein Gespenst geht um in der Welt. Das kommunistische Manifest fängt an mit dem Satz, ein Gespenst geht um in Europa. Und damit ist natürlich auch das Recht auf sichere wirtschaftliche Existenz gemeint. Wenn aber, wie Frau Herrmann gesagt hat, die Produktivität eines Arbeiters in Deutschland X beträgt und die Produktivität des Arbeiters in Mali ein Sechzigstel davon, ne, bei der in Brasilien ist es 1:5, ne, dann wissen wir alle, dass Mali in Brasilien auch noch nicht diesen Produktivitätsvorsprung der westlichen Industrienationen je wieder wird aufholen können. Das heißt, da wird man in irgendeiner Form mit Zollmechanismen arbeiten müssen, um das zu regeln. Aber wenn ich über das BGE nachdenke, denke ich über alle Menschen nach auf dem Planeten. Das ist so. Und ich sage auch meine Warnung an die Partei, man kann vom BGE träumen, dann wird es eben immer eine sozialpolitische Fata Morgana sein. Auch da fehlt es an Transformationsforschung. Wie kommt man da hin? Dass jetzt in der Diskussion in der Partei der nationale Charakter, den du ja kritisiert hast, zu Recht kritisiert hast, ein bisschen in den Vordergrund getreten ist, hat zwei ganz praktische Gründe. In Finnland und in der Schweiz wird gerade über ein nationales BGE nachgedacht, die beide sehr unterschiedlich sind von den Modellen her und ich denke auch, man muss irgendwo anfangen. Ne? Weil wenn wir hier ein BGE haben, dann ist das gelobte Land. Ja? Wir sind jetzt schon das gelobte Land. Das merkt man ja, wer alles zu uns kommt. Ne? Es ist einfach gefahrloser bei Heckler und Koch in Baden-Württemberg als Arbeiter Pistolen zu produzieren, als mit denselben Pistolen in Syrien erschossen zu werden. Wer Waffen exportiert, importiert natürlich oder produziert Flüchtlinge, sage ich mal so. Was den Parteidiskurs angeht, da gebe ich dir recht. Und ich habe mir selber mit Leuten Gedanken darüber gemacht. Es gab eine kleine Gruppe, da waren Leute wie Pavel Meyer und Lauer und so dabei zum Thema Parteireform. Und da haben wir auch offen über Delegiertensysteme und sowas schon mal gesprochen. Erst im kleinen Kreis, wir wollten was ausarbeiten in der Gruppe, das Schultern, das ist dann die Frustaktion Bombergate kam dazwischen und danach ist das nie wieder aufgegriffen worden. Ne? Weil auch dort auf den Pathos des Einzelereignisses statt auf einen Prozess gesetzt wurde. Auf den Pathos des Einzelereignisses zu setzen, ist sowas unfassbar Deutsches, dass ich kotzen könnte. Ich sage das mal so. Ich meine damit diese, wir machen jetzt mal eine Aktion. Ne? Das verbessert die Struktur nicht, von daher gebe ich dir völlig recht. Und auf der anderen Seite, die 35, die jetzt gegangen sind, wir haben ja einen aus der Fraktion in NRW auch dabei. Ich nehme den nicht zurück. Tut mir leid, ich nehme den nicht zurück. Nur mit begleitenden Psychologen. Ja, also das nur mal am Rande. Weil ich finde, dass wenn die Politik will, muss die Bereitschaft haben, nicht nur über eine Kurzstrecke zu gehen, sondern einen Marathonlauf zu machen. Und wenn es mal schwierig wird und wenn es mal hakt, gerade bei so einer neuen Struktur, ich versuche dort deutlich zu machen, das ist eine historische Aufgabe, sowas zu machen. Das ist eine historische Aufgabe und nicht mal eben in einem halben Jahr gemacht. Und wenn ich mir dann den John Holderman auf dem CCC-Kongress vorletztes Jahr anhöre, der über das estnische Online-Voting-System spricht und die Sicherheitslücken, die das hat, und der sagt, es wird frühestens in 15 Jahren ein Online-Voting-System geben, was funktioniert, dann denke ich mir auch, gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Du hast auch recht, was den technischen Braindrain angeht. Aber ich glaube, die Piraten sind trotz ihres Schrumpfungsprozesses und der weniger großen... Ich sehe das bei meinen Abgeordnetenkollegen, wie die vor 2012 geredet haben, als wir ins Parlament kamen. Da hat Michel Marsching gesagt, der jetzt Fraktionsvorsitzender ist, die Piraten sind in Nordrhein-Westfalen für die Einhaltung der Schuldenbremse. Den musst du jetzt mal reden hören. Was allein bei den Mandatsträgern und auch im kommunalen Bereich für Lernprozesse stattgefunden haben. Politische Lernprozesse, nicht technische. Das heißt natürlich nicht, dass du immer noch recht hast, was die technischen Plattformproblematik da angeht, weswegen viele da jetzt rausgegangen sind. Da hat natürlich völlig recht. Wir haben kein Delegiertensystem. Das höchste Parteigremium ist der Bundesparteitag.
Aber es gehört zu dieser Netzgeschichte auch dazu. Die Piraten sind die einzige, bei den Grünen wäre das undenkbar. Wir haben eine kleine Gruppe Atompiraten, die immer noch irgendwie einen Fusionsmeiler bauen wollen oder sowas. Mhm. Also es ist, wir haben einfach den Platz für solche Pflänzchen. Ja. Die halten sich letztlich an Parteitagsbeschlüsse, aber wir haben den Platz für das, die Netzidee auch in der Partei zu verwirklichen. Ich stimme dir zu, ich kann auch den Frust nachvollziehen, aber ich würde nicht aufstecken. Und was jetzt die Nähe der Piraten zu irgendwelchen, also wir haben mittlerweile im Landtag von Nordrhein-Westfalen die 18, die übrig geblieben sind. Wir haben den Ruf, gute Pragmatiker zu sein. Wir sind nicht immer super, wir sind auch Menschen, wir können nicht immer super sein, aber wir haben bei den anderen Fraktionen den Ruf, gute Pragmatiker zu sein. Und na, denn, was jetzt kommen wird bei der nächsten Wahl und AfD, da rede ich besser nicht drüber, aber Angst für Deutschland, ja, AfD. Ja, also ich glaube, zum ersten Punkt brauche ich nicht mehr viel zu sagen, du hast das schon gesagt, dass man natürlich die Geschichte mit dem BGE in einem größeren Maßstab sehen muss und sicherlich nicht nur auf Deutschland und Europa bezogen. Ich denke auch, dass das, ich meine, wir haben es ja jetzt auch gesehen, in Davos ist ja das, ist ja auch über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen worden, durchaus mit einer weltweiten Perspektive. Und immer diese Argumente, ja, wer soll das bezahlen, stellen sich ja nun in anderen Ländern viel weniger. Ich meine, wenn man sieht, was alles rausgetragen wird an Profit aus manchem afrikanischen Land, wo das Existenzminimum so niedrig ist, dass es auch nicht viel kosten würde. Es gibt ja ein BGE in Katar, ja, und da kriegt jeder Bürger 3.000. Ja, und es ist natürlich auch, es gibt ja nun auch wenigstens ein BGE-Experiment, auf das immer verwiesen wird, das in Namibia durchgeführt wurde. Also ich denke, das ist schon ein Konzept, was man in größerem Maßstab denken muss und nicht jetzt hier auf Deutschland nur bezogen. Der zweite Punkt mit der Entscheidungsfindung, ja, das ist für mich natürlich auch zentral. Also ich bin in die Piratenpartei eingetreten und gleichzeitig Mitglied geworden in Liquid Democracy e.V., weil es mir wichtig ist, dass hier auch das Konzept der Liquid Democracy umgesetzt wird, eben in der Piratenpartei. Und das sollte natürlich auch geschehen. Und deine Kritik ist vollkommen richtig, dass man halt immer noch nicht weiß, wie man zu Entscheidungen kommt. Die Piratenpartei ist schlimm und ist sicherlich auch ein gewisser Hinderungsgrund, warum die Piraten als nicht so erfolgreich angesehen werden. Und daran muss gearbeitet werden. Ich glaube aber, dass es nicht so einfach möglich ist, da jetzt direkt auf Bundesebene sowas zu installieren. Also ich denke, das muss so eine Entwicklung geben, die mehr von unten nach oben geht und deshalb eben auch noch Zeit in Anspruch nehmen wird. Ich denke, es muss jetzt erstmal nochmal, es müssen diese Konzepte umgesetzt werden auf der Ebene der, ja, der Landesverbände und möglicherweise geschieht dann auch irgendwann was im Bundesverband. Es hat schon Diskussionen gegeben, wie diese Geschichte mit der Parteireform, was aber dann nun auch aus bestimmten Gründen versandet ist. Und ich stimme auf jeden Fall dir auch zu, dass an der Stelle die Gefahr besteht, dass die Piratenpartei möglicherweise nicht auf die Füße kommt, weil sie das nicht in den Griff bekommt. Also das ist in der Tat ein großes Problem. Wir werden das jetzt ja auch nächste Woche sehen auf dem Bundesparteitag. Und wenn ich mir so anschaue, was es für Anträge gibt, bin ich auch sehr unsicher. Denn es sind oft Anträge, die sich gut lesen, die aber gewisse Passagen ersetzen sollen, zum Beispiel ganz prominent in der Geschlechter- und Familienpolitik, wo die Gefahr besteht, dass die Leute sagen, ach, der Antrag klingt gut, da sind wir mal dafür, und gar nicht merken, was damit aufgegeben wird. Das ist eben genau der Punkt, dass das eben doch sehr kompliziert ist und Leute sich wirklich einarbeiten müssen und Leute, die zu so einer Mitgliederversammlung fahren, möglicherweise nicht so richtig eingearbeitet sind und vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, auch die Hauptkritik, die man haben muss, eben nicht
in einem Verantwortungszusammenhang stehen. Denn der Punkt ist ja, wenn ich handle und dieses Handeln ist offensichtlich und ich muss es gegenüber anderen verantworten, dann handle ich anders, als wenn ich irgendwie ganz frei für mich irgendwas entscheiden kann. Da kann ich auch mal einen Kaffee trinken gehen, da kann ich auch mal Sachen nicht so richtig lesen, nach Bauchgefühl oder so entscheiden, wie vielleicht gerade einer nebenan die Hand hebt, weil ich den mag. Das ist halt eine Sache, die so nicht gehen kann. Und deshalb denke ich, ergibt sich schon eine Notwendigkeit, das anders zu machen, das Prinzip Verantwortung einzubauen. Und das geht natürlich insbesondere, wenn es irgendwo Delegationen gibt. Denn wenn man delegiert worden ist, muss man denen gegenüber, die einen delegiert haben, auch entsprechend sich rechtfertigen. Und dann wäre es natürlich gut, und dann sind wir wieder bei der Liquid Democracy, wenn dann auch Delegationen schnell entzogen werden können. Und wenn man jemanden für Jahre wählt, ist das halt nicht so gut. Also von daher denke ich, dieses Prinzip Verantwortung ist ganz wichtig. Ich halte das Prinzip Verantwortung auch wichtig in anderen Zusammenhängen, wo es nicht wahrgenommen worden ist in der Piratenpartei. Also Leute, die zum Beispiel plötzlich austreten und sich dann anschließend nicht mehr rechtfertigen müssen für die Dinge, die sie in einem Vorstand getan haben oder auch in einer Fraktion getan haben, ja, das geht eigentlich auch nicht. Also Demokratie lebt davon, dass man das, was man tut, auch verantworten muss. Und wenn man das durch einen schnellen Austritt so wegwischt, ja, dann ist das nicht gut für die Demokratie. Ja, ich muss leider darauf hinweisen, dass wir am Ende der Zeit sind. Zumindest was jetzt hier das gemeinsame Besprechen betrifft. Wir können natürlich noch ein Weilchen bilateral zusammenbleiben, aber zunächst einmal sozusagen die Matinee selber beenden. Wir sind zum Schluss angekommen bei den realen Problemen, nachdem wir vorher sehr hoch geflogen waren. Ich denke aber zu Recht hoch geflogen waren, weil es keinen Sinn macht, sich sozusagen das Fliegen nicht mehr zu erlauben. Also ohne Vision haben wir nur den bösen, nicht gerade Freude machenden Alltag. Daran müssen wir allerdings arbeiten, dass wir die Dinge, die hier auch Gott sei Dank mit angesprochen waren, zu verändern. Ich freue mich, dass wir zum Abschluss dann eine alte Forderung nochmal in den Raum stellen konnten, nämlich zu sagen, wir brauchen neben dem Parteikörper so etwas wie eine Stiftung, damit die Durchdringung der Themenstellung an der Stelle intensiver als Vorbereitung für die Partei passieren kann. Ich kann jetzt nur sagen, tausend Dank an euch beide, dass ihr euch der Situation gestellt habt. Und wie so üblich kann ich natürlich schon wieder darauf verweisen, auf den nächsten Termin. Bevor ich ihn nenne, freut es mich, dass offenbar doch Effekte eintreten durch die Matineen, wenn ich mitgezählt hätte, wie oft Ulrike Herrmann heute erwähnt wurde, dann scheint es sich zu bestätigen, dass wir nicht irgendwo wild einfach Themen aufrufen, sondern dass alles doch irgendwo eine Kette gibt, einen roten Faden, sodass dadurch auch wirkliche Lerneffekte über die konkrete Themennennung hinaus entstehen können. Also der nächste Termin ist der 20. März, hier wieder an diesem Ort. Und es geht um Arbeit und Muße. Dafür haben wir die Professoren Hans-Jürgen Alt und Rainer Zech gewonnen, die sich mit diesem Thema nicht nur professoral beschäftigt haben, sondern auch in Form von Beratung, von eigener Unternehmensgründung etc. Und da geht es einfach darum, diese bisherige Definition oder sozusagen die Kultur, das Verhältnis zur Arbeit zu durchdringen unter dem Vorzeichen der Dinge, die da auf uns zukommen, nämlich der massenhaften Freisetzung von Menschen. Und wie gehen die damit um, die bisher erzogen sind, zu sagen, wir haben ein Recht auf Arbeit und nur durch Arbeit kann man sich verwirklichen. Das ist ein Begriff, den man so nicht im Raum stehen lassen kann, weil er einfach nicht mehr in unsere Zeit passt. Also 20. März, 11 bis 13 Uhr, Arbeit und Muße. Danke.